Tiefen der Nacht und eine Stille wägt überm Land. Nebel verdeckt die Welt, die mir sonst wohl bekannt. Wieder blick ich auf einen Tag zurück und wieder hoff ich auf ein bisschen Glück. Was für ein Wahnsinn, dass ich das darf. Tief in der Nacht und alles schweigt im ganzen Land. La 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 la. Blicken auf mich und alles fragt sich ganz gebannt. La 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 la. Was hat sie heute wohl zu wem gesagt? Wen hat sie nach einer Meinung gefragt? Und wer ist grad dort und spricht? Im Transleramt brennt noch Licht. Und wenn die Tage aufgrund einer Lage auch manchmal zu lang sind, das stört mich nicht. Und ist die Lage recht vage, sind alle in Rage. Im Transleramt, da kennt man die Pflicht. Denn da brennt noch Licht. Tief in der Nacht und alles schweigt im ganzen Land. La 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 la. Blicken auf mich und alles fragt sich ganz gebannt. La 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 la. Was hat sie heute wohl zu wem gesagt? Wen hat sie nach einer Meinung befragt? Und wer ist grad dort und spricht? Im Transleramt brennt noch Licht. Da brennt noch Licht. Hier brennt noch Licht. Ach, herzlich willkommen hier im Bundestransleramt, der Ort, wo die Welt regiert wird. Naja, zumindest Deutschland wird hier regiert mit unserem zauberhaften Schattenkabinett, für das wir heute auch wieder einen weiteren Kandidaten haben. Bin ich das da gerade mit dem Mikrofon? Soll ich das andere Mikrofon nehmen? Ich nehme das andere Mikrofon. So. Svenny, mobbst du mich jetzt hier? Svenny hat bis eben gerade auch noch zum Schattenkabinett dazugehört, aber für den sieht das jetzt gleich ganz, ganz dunkel aus hier in seiner Zukunft. So. Ja, was soll ich sagen? Erst einmal frohes neues Jahr. Ja, das war auch schon der erste Witz. Wir wissen, wie das Jahr angefangen hat. Ja, habt ihr zu Silvester irgendwie Fernsehen geguckt? Ja. Nein, ihr wart auch auf Partys unterwegs, oder? Genau, ganz großer Knaller war natürlich der RBB, der dieses Jahr absolut den Vogel abgeschossen hat. Der hat Silvester einfach schon einen Tag früher gefeiert, indem sie die Silvestersendung einen Tag zu früh gesendet haben. Das Traurige ist, es hat keiner gemerkt. Das ist wirklich. Was macht so eine Intendantin eigentlich den ganzen Tag? Frage ich mich dabei. Aber gut, es gibt aber auch gute Nachrichten jetzt nicht. Deutschland liefert endlich Panzer, wie viele andere auch. Die schlechten Nachrichten, die deutschen Panzer werden mit der Deutschen Bahn geliefert. Das kann also noch ein bisschen. Und bei der Panzergeschichte, da fragt man sich noch gleich noch, Christine Lamprecht, ist das noch bekannt? Christine Lamprecht, ja, war mal Bundesverteidigungsministerin. Ja, die hat jetzt ja demnächst dann ihren Zapfenstreich. Und das ist ein Tag, den solltet ihr euch alle im Kalender ganz, ganz groß ankreuzen und auch zuschauen. Was ihr dort zu sehen bekommt, ist nämlich die einzige einsatzfähige Truppe der Bundeswehr, das Orchester. Darüber hinaus passiert dann nicht weiter viel. Heute entscheidet sich natürlich hier, und deshalb seid ihr auch alle schließlich da, heute entscheidet sich hier die Karriere schlechthin. Heute werden wir erfahren, wer wird Dschungelkönigin oder Dschungelkönig.
Dann, aber, hey, hey, da, einer hat, du bist hier, aber guckst im Livestream bei RTL. Super. Das freut mich riesig für dich, dass du das. Guck dir Dschungel. Fängt es um 21:45 an? Ja, dann machen wir gerade Pause. Wenn alles glatt geht, dann. So, wir haben heute auch eine schöne Dschungelprüfung. Die Frage ist, wer wagt es und traut es sich heute hier in die Show zu kommen mit der Schlange auf dem Sofa? Wir sind sehr gespannt, wer es machen wird. Und ich möchte ganz recht herzlich natürlich noch unsere ZuschauerInnen da draußen bei YouTube, bei TikTok sind wir heute auch, oder? Nee, sind wir nicht, das haben wir nicht. Bei YouTube, bei Facebook oder wo auch immer ihr uns gerade seht, OnlyFans und sowas. Da möchte ich kurz auf die Online-Tickets noch drauf hinweisen. Ihr könnt Online-Tickets erwerben, weil ihr hattet ja das große Problem, dass ihr heute leider keinen Platz mehr bekommen habt. Online-Tickets gibt es zu erwerben unter bka-theater.de oder auch per PayPal unter paypal.me/bka-theater. So, halt und auch gesagt, ich erwarte reichlich Tickets von euch, so viel sei schon mal gesagt. Oh, ja, ihr habt ja bestimmt alle jetzt, sofern ihr aus Berlin kommt oder zumindest in Berlin gemeldet seid, Wahlunterlagen bekommen, oder? Ja, wer hat noch keine Wahlunterlagen bekommen? Doch, alle, ja. Auch welche, die wahrscheinlich gar nicht gemeldet sind. Berlin ist ja sehr großzügig bei Wahlunterlagen. Wir schicken das einfach schon mal alle raus. Jetzt rächt es sich natürlich, dass ich das Headset nicht nutzen kann, Svenny. Wir können es noch mal versuchen. Na, ich schau mal. Und rede in der Zwischenzeit weiter. Ich mache sie jetzt wirklich auf. Sie waren vorher verschlossen. Geht doch ganz gut, Svenny. Ist doch super. Also. Ich darf mich nicht bewegen, sagt Svenny. Ja, dumm rumsitzen kann ich super. Das ist perfekt. So, also, es sind ja wieder Umschläge über Umschläge. Was haben wir hier? Hier ist der Wahlschein. Genau, das muss man irgendwie ausfüllen, unterschreiben, dass man es auch ja selbst gemacht hat. Dann gibt es den blauen Schein. Da muss man die Wahlunterlagen reinpacken, glaube ich. Das kommt dann in den roten Schein. Ich erinnere noch mal dran. Eine Regierungspartei organisiert gerade diese Wahl hiermit. Das ist vielleicht ein dezenter Hinweis, weshalb dieser Umschlag auch rot ist. Und jetzt geht es ja in die Wahlunterlage. Das ist ja das eigentlich Spannende. Wie viele Scheine haben wir denn da insgesamt? Das ist der Stimmzettel für die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin. Die Erststimme. Guck mal, wer ist denn da bei mir? Direktkandidat von der CDU. Schauen wir doch mal, wo haben wir denn? Ach, da, hier, Richard von Weizsäcker. Ja, schön. Da ist der Und was haben wir hier noch? Was haben wir da noch so? Abgeordnete, Stimmzettel, Zweitstimme, Bezirksstimme. Okay, da ist bei mir von der CDU. Wo sind denn die hier gelandet? Auf welchem Platz? Die sind ja ganz weit unten, oder? Es ist doch immer, der wird ja immer länger. Hör mal, das ist ja toll, oder? Das sind Wahlunterlagen, mein Gott. Oh Gott, 37 Listen habe ich insgesamt drauf. Ja, also kann man auch nachher wählen. Ich bin sehr gespannt, ich lasse mich heute überraschen und vielleicht auch überzeugen. Ich bin ja eine sogenannte Wechselwählerin. Mal wähle ich, mal wähle ich nicht. Nein, ich wähle immer. Um Gottes Willen. Und ich hoffe, ihr geht auch alle wählen. Ich muss die Unterlage jetzt bloß nur gut zur Seite packen, weil ich brauche die ja wirklich noch. Wie gesagt, das sind keine Fake-Unterlagen. Wir werden gleich noch über die Wahlunterlagen sprechen, höchstwahrscheinlich. Wir haben wieder eine Bewerbung erhalten für unser süßes kleines Schattenkabinett. Und das wird heute sehr, sehr spannend. Wir haben eine Person ausgewählt, die heute kommen darf. Wie drücke ich denn das jetzt aus? Wir müssen heute sehr, sehr offenherzig und tolerant sein, denn diese Person hat einen Migrationshintergrund, sie kommt aus Spandau, gehört einer Minderheit an, weil sie ist konfessionsgebunden evangelisch und hat Wehrdienst geleistet. Alleine diese Kombination ist ja schon mindestens eine Sendung wert. Und dann mit einer Ausbildung zum Versicherungskaufmann, Bauunternehmer und Unternehmensberater ist das jetzt wirklich ein Mann mit Kompetenzen und das gehört in Berlin absolut zu einer Außenseiterposition. Das kennen wir hier nicht. Mit 17 Jahren ist er in die CDU eingetreten. Mit 27 Jahren kam er ins Abgeordnetenhaus. Dann mit 33 in den Bundestag.
Offensichtlich war es das auch schon mit dem Gipfel der Karriere, weil dann ging es wieder zurück nach Berlin. Wer macht das freiwillig? Seit 19 ist er Vorsitzender der Berlin... Da klatschen schon die Ersten. Ja, das gefällt euch. Ne? So Mobbing auf hohem Niveau. Alles klar. So, 2019 ist er Vorsitzender der Berliner CDU geworden, Spitzenkandidat für die Wahl 2021. Darüber werden wir auch noch reden, über die Wahl. Und ist seither Berlins wichtigster Oppositionspolitiker. Er hat im Bund eine, ja, ich sag jetzt mal eher durchwachsene Karriere zurückgelegt und möchte deshalb jetzt lieber das Rote Rathaus erobern. Das ist allerdings nicht die einzige Parallele zu Franziska Giffey. Wir werden noch weitere heute Abend feststellen. Vom Sternzeichen Jungfrau. Und die Jungfrau steht für einen unstillbaren Wissensdurst, ein hoher Intellekt, geht Probleme in der Regel pragmatisch und praktisch an und hat einen Sinn für Details. Lösungsansätze sind sehr oft geradlinig und pragmatisch. Das werden wir gleich feststellen. Er ist 50 Jahre alt. Hier ist Kai Wegner. Hallo. Hi. Komm nach vorne, komm nach vorne. So, wie nicht irritieren lassen, die Fans gehen bei mir immer auf die Knie, wenn sie mich sehen. Das ist völlig normal, auch privat immer so. Wir haben ein Bild von dir rausgesucht. Sieht und gut aus. Du darfst dich jetzt hier gleich, ja, das kommentiere ich jetzt nicht, du darfst dich jetzt hier in unserem Koordinatensystem gleich selber einbringen. Siehst du dich also als konservativ, als liberal oder als progressiv? Bist du eher so heteronormativ? Bist du eher so liberal, bummst alles weg? Oder queer. Dazu sage ich nichts. Dazu sagst du nichts. Ja, das werden wir gleich jetzt sehen, wo du dich da reinpackst. Also wir haben schon, ach doch, schon mehr queer, ja? Mehr? Kannst du mal sehen. Na ja. Ich habe mir überlegt, heute werde ich ein paar Leute mal überraschen. Ja. Wie gesagt, wir senden heute auch bei OnlyFans. So viel dazu. Ich werde das gegebenenfalls auch noch mal korrigieren nachher, wenn das nicht stimmt. Ne? Ach, du brauchst noch einen Stuhl. Ja, ne? Pass auf. Dann pass. Nee, bleib ruhig stehen, bleib ruhig stehen. Lass die Frau ruhig arbeiten. Ist in Ordnung. Nein. Entschuldigung. So. Vielen Dank. Bitte schön, einmal Platz nehmen. Was magst denn du trinken? Wir haben alles da. An Tee. Da habe ich ja nicht so einen Teetrinker. Super. Es tut mir echt leid. Was trinkst denn du ansonsten ganz gerne? Cola Zero. Cola Zero? Ja. Wobei... Also Farbe könnte hinkommen. Also, so, ich sag ja immer, kein Alkohol im Dienst. Kein Alkohol im Dienst? Ja, aber ist ja der letzte Termin für heute. Kein Alkohol im Dienst. Und du möchtest regierender Bürgermeister in Berlin werden. Also, haben wir bitte mal eine Cola Zero für unseren Gast heute? Es gibt auch keine Antwort mehr, ist in Ordnung. Cola Zero scheint aus zu sein, wir gucken einfach mal, was passiert. Also, würde ich auch eine normale nehmen. Okay, also entweder Cola Zero oder normal. Ich glaube, wir haben ohnehin nur einen anderen Cola-Anbieter und gar nicht den berühmten amerikanischen. Aber ich mache mir trotzdem selber einen Tee, wenn das in Ordnung ist. Blablabla. Das ist total in Ordnung. Alles in Ordnung. Ja, ja, alles Cola, glaube ich. Die ist okay. Super. Wo kommst du gerade her? Jetzt komme ich gerade aus dem Abgeordnetenhaus, aus meinem Büro, habe da noch ein bisschen was gemacht. Und ansonsten davor waren wir heute den ganzen Tag im Straßenwahlkampf unterwegs, Haustürwahlkampf im Prenzlauer Berg heute gemacht. Eher eine grüne Hochburg, hat aber echt Spaß gemacht. Haustürwahlkampf, das heißt, du bist jetzt so im Prenzlauer Berg so von Tür zu Tür. Genau. Hast die Leute dann erschrocken und dann... Ja, ich habe mir auch überlegt, Mensch, ey, Sonntagnachmittag oder Vormittag zu klingeln an der Tür. Der eine hat doch echt noch geschlafen. Ach, kam im Schlafanzug. Prenzlauer Berg halt. Aber es hat trotzdem cool, hat Spaß gemacht. Ist ja. Und wie schätzt du deine Chancen da im Prenzlauer Berg so ein aktuell? Oder die der CDU, weil du trittst jetzt ja selber nicht in Prenzlauer Berg direkt an. Ich trete für ganz Berlin an, na klar. Also von daher nicht nur in Spandau. Mhm. Migrationshintergrund, wie du vorhin gesagt hast, habe ich verstanden. Ja. Na, ich trete Wenn für ich ganz zu schnell Berlin spreche, an. Sag Bescheid. Ja? Das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Und nein, klar, Prenzlauer Berg ist jetzt nicht die Hochburg der CDU, das wissen wir selbst. Aber was wir schon spüren, auch im Prenzlauer Berg, in allen anderen Bereichen in Berlin, ist, es gibt eine Wechselstimmung in der Stadt. Die Leute sagen, ey, es muss sich mal was ändern in der Stadt. Jetzt haben wir so viel ertragen müssen, sogar, dass eine Wahl noch nicht mal mehr funktioniert. Und jetzt müssen wir mal was anderes probieren. Und ich sage immer, jeder muss mal wechseln. Und das ist eine große Chance, am 12. Februar jetzt mal zu wechseln.
Aber dass eine Wahl nicht funktioniert, ist ja sogar für Berlin neu. Also da haben wir mal was Neues ausprobiert. Ja, total. Also dass wir Flughafen nicht können, wussten ja viele. Ja. Aber dass eine Wahl nicht funktioniert, das ist in der Tat neu. Ja, na gut, eine Wahl. Wir üben das noch ein bisschen. Wir haben noch nicht so viele Wahlen hinter uns gehabt. Jetzt hier in Berlin, von daher alles in Ordnung. Ganz kurze Frage, weil du möchtest gerne regierender Bürgermeister werden, aber was machst du denn so ganz offiziell laut Berufsbezeichnung aktuell? Na, aktuell bin ich Mitglied des Abgeordnetenhauses, bin Fraktionsvorsitzender der CDU, also Oppositionsführer, hast du gerade ja schon gesagt. Ja, ja. Und Opposition macht auch Spaß, hat alles so seine Zeit, man kann immer Probleme benennen, man kann auf was hinweisen, aber ich möchte ja gestalten. Ich bin Jungfrau, ja, pragmatischer Kurs. Und von daher, ich möchte was verändern. Es juckt einfach, dass diese Stadt so cool ist, so viele Chancen hat und die werden einfach nicht genutzt. Und das möchte ich ändern und deswegen will ich regierender Bürgermeister werden. Was ich ja natürlich jetzt sehr, sehr lustig finde, ich bin schon tief im Thema drin, cool und CDU. Die Leute denken immer, das sei ein Widerspruch, ist aber gar nicht so. Ach wirklich? Ja, ich glaube schon. Wo ist denn die CDU cool? Und sag jetzt bitte nicht Philipp Amthor. Dann ist wirklich... Na, der ist schon wieder so, dass es fast schon wieder cool ist, würde ich fast sagen. Aber nein, wie definierst du cool? Das interessiert mich jetzt dann doch. Ja, ich glaube, dass er schon auch mit seinem Image ein bisschen spielt. Also das kann er ja nicht alles ernst meinen. Und das finde ich schon fast wieder cool. Ja? Das... Den Eindruck habe ich aber oft, also das ist dann bei verschiedensten Persönlichkeiten, sage ich jetzt mal so. Was sind denn deine ganz besonderen Kompetenzen? Also ich glaube, dass ich tatsächlich gut zuhören kann, das ist schon mal eine wichtige Kompetenz, weil manchmal habe ich das Gefühl, viele Politiker hören schon gar nicht dazu. Ja, aber ich finde es aber tatsächlich... Das müssen wir ganz kurz mal erklären. Wir haben andere, du hast nach Kompetenz, ja. Du musst zwei, drei sagen dürfen. Ja, ja. Das andere ist tatsächlich, wofür mich auch viele kennen in meiner Partei, die einen mögen das, die anderen befürchten es auch manchmal, dass ich deutlich sage, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Also Klartext drehen, Probleme benennen, anpacken, wenn was gut läuft, sagen, wenn was schlecht läuft, aufsagen. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Sache. Und das andere ist wirklich den Willen, etwas zu verändern. Und in vielen Bereichen das, glaube ich, auch nachweisbar gemacht schon zu haben. So, und jetzt will ich es halt beweisen für ganz Berlin. Du musst dich unglaublich kurz heute fassen. Und vor allen Dingen, das ist ja so ein Satz, ganz ehrlich gesagt, ich glaube, diesen Satz hat... Ich weiß gar nicht, wer das Copyright auf diesen Satz hat, den haben, glaube ich, alle Gästinnen und Gäste bisher gesagt. Den Phrasenalarm muss ich ganz kurz erklären. Wir haben mittlerweile das jetzt neu, ein sehr, sehr sensibles Gerät, der Phrasenalarm. Mhm. Und sobald der anschlägt, irgendwie geht halt ein Alarm hier los, wie du gerade schon mitbekommen hast. Und dann gibt es als allererstes Frage 1. So, wir gucken mal, wie viel du schaffst. Und es gibt natürlich immer, das habe ich aus irgendeinem ehemaligen CDU-Büro. weiß gar nicht, so, mal reingucken hier. So, ja, das ist ja großzügig hier. So, schauen wir da mal rein. Ja, nehmen wir mal hier so. So. Ach, guck mal, das ist ein Zehner. Den packen wir jetzt da mal in den roten Stöckel rein. Und das, was sich da drin heute Abend ansammelt, das spendet dann die TFD an einen gemeinnützigen Verein, an ein gemeinnütziges Projekt. Ich verrate noch nicht welches, weil ich möchte dich ja A, entweder nicht ermutigen, noch mehr Phrasen zu schlagen, weil das soll eigentlich eine Strafe heute sein. Oder wir können es ja auch so machen, dass du die Kosten dafür übernimmst, aber... Dann müsste ich den Verein vorher kennen. Ach so. Ja, ja. Ah, da unterscheidest du dann doch schon. Da vertraust du uns also nicht. Muss ich... Sage ich dir am Ende der Sendung. Ist in Ordnung. Ich hab's verstanden. So, welche positiven Charaktereigenschaften fehlen dir? Vertrauen ist das Erste. Ich glaube, dass ich manchmal ein bisschen ungeduldig bin. Wenn manches nicht so schnell funktioniert, wie ich mir das vorstelle, mhm, dann bin ich manchmal ein bisschen ungeduldig. Da würde ich mir manchmal noch ein bisschen mehr Geduld wünschen. Okay, okay. Das war die erste. Ja, viel mehr fällt mir gar nicht ein. Ach komm. Muss man... Ach komm. Na, ist ja auch ein bisschen blöd, Mensch. Muss man, glaube ich, eher Leute fragen, die einen kennen. Ja? Dieses, Na, gerade Selbsteinschätzung ist ja ein spannender Moment. Also was ich mir vielleicht wünschen würde, ich kann mich noch erinnern, wenn der Wecker geklingelt hat bei meinem Vater, der stand auf, ging sofort los, er war fit wie ein Turnschuh und ging dann zur Arbeit. Und bei mir ist es morgens immer, ich brauche ein bisschen Anlaufzeit. Also mein Wecker klingelt jeden Morgen um 6, 5:30. Bin froh, dass ich einen Hund habe. Ich weiß meistens nicht, wo ich bin und wer ich bin, aber nach einer halben Stunde mit dem Hund ist dann okay. Da habe ich eine gute Nachricht für dich. Einfach mal öfter zur Zeit ist auf der Straße auf Plakate gucken, da steht drauf, wer du bist. das hilft dir.
Also mich würde ja manchmal interessieren, wenn man dann so ein Plakat von sich sieht und dann sieht man so einen Satz dazu. Ich? Aber gut, dazu kommen wir dann später auch nochmal. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Da bin ich ja dann hoffentlich wiedergewählt als regierender Bürgermeister. Also du bist jetzt noch nicht mal, noch bist das erste Mal gewählt. Du wirst jetzt schon wiedergewählt sein. Deswegen sage ich hoffentlich. Das ist ja das Ziel. Ich sehe mich in 14 Tagen, heute genau in 14 Tagen. Ja. Ja, dann hoffentlich als Wahlgewinner. Dann wollen wir schauen, dass wir eine Modernisierungskoalition hinbekommen. Dann müssen wir gucken, wer der Partner ist. Da kommen wir garantiert heute noch zu. Es würde mich sehr wundern, wenn nicht. Und dann wollen wir ja 3,5 Jahre hart dran arbeiten, dass die Leute auch wirklich merken, hey, es geht voran in Berlin. Da passiert was zum Positiven. Und wenn wir dann wiedergewählt werden, hoffe ich, dass ich immer noch regierender Bürgermeister bin. Okay. Deine Gehaltsvorstellungen? Ja, die sind ja vorgegeben als regierender Bei mir im Schattenkabinett. Du bewirbst dich gerade für einen Posten im Schattenkabinett. Was? Haben wir das Konzept ja schon nicht geschickt? Doch, jetzt habe ich es verstanden. Meine Gehaltsvorstellung ist ja klar, ich muss irgendwie Miete bezahlen können in Berlin, die natürlich viel zu teuer ist, weil die Mieten explodieren in dieser Stadt. Ja, komm, das jetzt nicht das Gesülze in der Richt. Da kommen wir alle noch drauf zu sprechen. Deine Gehaltsvorstellung, ganz konkret, eine Zahl. Also, eine Zahl willst du auch noch haben? Ja, natürlich eine Zahl. Was denn sonst? Wie werden denn sonst Gehälter bezahlt bei euch? Ja, das ist recht. Besetzungscouch ist belegt, keine Chance. Das ist also ich glaube, ich würde da gerne, das ist ja eine Ehre, dabei bei dir im Kabinett zu sein, ich würde mich mit 1.850 begnügen. Netto oder brutto? Brutto wäre schon gut. 1.850, das ist der Durchschnittsverdienst gerade in Berlin, oder? Ja, alles klar. Ich sag's mal so viel, deine VorgängerInnen wollten es alle ehrenamtlich machen, aber das lassen wir so stehen. Wir kommen auf dein... Das habe ich mir tatsächlich auch überlegt. Bloß nach so vielen Jahren falscher Politik in Berlin kann man sich die Stadt ja nicht mehr leisten. Und ich will ja unbedingt in Berlin leben bleiben. Ja, hast du das Prinzip dieser Stadt noch nicht verstanden? Da ist alles ehrenamtlich und für umsonst. Und bis auf das Wohnen halt. Das ist auf das Wohnen, absolut. Das ist dann schwierig, ja genau. Du kommst aus Spandau, wie wir schon gesagt haben. Was haben deine Eltern gesagt, als du nach Berlin gezogen bist? Ich wohne ja immer noch in Spandau. Ach, du wohnst, aber du bist ja gar nicht weggezogen? Ich wohne immer noch in Spandau und Spandau ist ein schöner Teil von Berlin. Berlin hat 12 tolle Bezirke und Spandau ist einer davon. Ja, und das Tolle ist... Ja, es war ein kleiner. So ist das. Das Tolle ist ja, Berlin hat ja demnächst sogar noch einen 13. Bezirk, weil ihr wollt einen 13. Bezirk eröffnen in Berlin. Ich finde das ganz spannend. Meine kurze Frage, wo? Ja, wir wollen den Wohnungsbau vor allen Dingen vorantreiben. Falscher Antrieb. Wo soll der Bezirk hin? Der 13. Bezirk. Die Berliner CDU möchte gerne einen 13. Bezirk haben. Wir haben 12, die funktionieren nicht. Ihr wollt noch einen 13. Wo soll der hin? Also tut sich da eine Spalte zwischen Berlin und Brandenburg Absolut. Auf? Oder wollt ihr Kleinmachnow annektieren? Ist ja gerade aktuell so politischer Trend. Ne? Ist so. Ja. Ach so, weiß ich mal. Schwierig. Also, ja, natürlich ist das schwierig. Ich sehe da ein Problem auch drin, Wunsch, muss gestehen. Ich glaube, das Entscheidende ist doch, dass wir gucken, Berlin und Brandenburg müssen gemeinsam gestaltet werden und hier mal so ein gemeinsames Verwaltungsgebiet mal auch herzustellen, wo eine Brandenburger Verwaltung mit einer Berliner Verwaltung zusammen so einen neuen Stadtteil bilden. Und, aber das muss man mit Brandenburg besprechen und nicht einfach annektieren. Da hast du schon recht. Und da haben wir auch noch Redebedarf mit den Brandenburgern. Die haben auch, selbst die Brandenburger CDU hat ein bisschen irritiert reagiert. Und da werden wir auch noch Gespräche Hätte ich auch, mit denen ja. führen. Aber mal deutlich zu machen, hey, lasst uns mal ein bisschen größer denken in Berlin. Wir haben eine wachsende Stadt, wir laufen auf 4 Millionen zu und wir haben nicht ausreichend bezahlbare Wohnraum. Ich meine, da kann doch eigentlich keiner, der es zurzeit gestaltet, in Ruhe schlafen. Ich könnte es zumindest nicht. Und da mal solche Vorschläge zu machen, finde ich spannend. Und dann müssen wir auch mit den Brandenburgern mal drüber reden. Mhm. Also das heißt, es ist nicht so, dass irgendein Bezirk geteilt wird in Berlin, sondern, wie gesagt, Kleinmachnow, Potsdam dürfen sich schon mal darauf einrichten, dass sie demnächst eine Verwaltungszone von Berlin werden. Du bist 1989 in die CDU eingetreten. Da war Eberhard Diepgen gerade für 2 Jahre im Urlaub und hat die Geschäfte Walter Momper überlassen in Berlin. Kam er dann wieder zurück. Wir hatten, Helmut Kohl war eigentlich politisch, ich sag mal, so ziemlich am Ende, wäre beinahe durch einen Putsch sag mal, zur Seite geräumt worden durch Heiner Geißler, Rita Südmund und Co. Wir hatten gerade die Flick-Affäre hinter uns, das System der schwarzen Kassen. Und was war der Reiz davon, für dich in die CDU einzutreten damals, in der Situation? Ja, das war der 2-jährige Urlaub von Eberhard Diepgen, ehrlicherweise. Ja. Also, an der Schule wussten alle, dass ich irgendwie politisch interessiert bin, gerne diskutiere. Und ich wurde immer geworben von Leuten aus der Jungen Union, die wollten, dass ich Mitglied werde. Und ich habe immer gesagt, mit euch will ich nichts zu tun haben.
ja, spießiges Image, wollte ich nicht, hatte einen großen Freundeskreis, wollte nicht irgendwie politisch aktiv mich beteiligen. Und dann gab es die Wahl 89, wo Eberhard Diepgen in den Urlaub ging danach. Der wurde ja nie abgewählt, er hat Urlaub gemacht. Und das war ein Punkt für mich, wo ich gesagt habe, jetzt musst du irgendwas tun. Damals alternative Liste, ging in Regierungsverantwortung mit Walter Momper. Und ehrlicherweise war die alternative Liste der Grund, warum ich jetzt hier sitze und in die CDU damals eingetreten bin. Weil das wollte ich nicht für diese Stadt. Die Grünen wolltest du nicht für diese Stadt und bist deshalb in die CDU eingetreten. Ja, ehrlicherweise ja. Die alternative Liste ist schon ein Hauptgrund, warum ich gesagt habe, jetzt musst du irgendwas tun. Und dann bin ich eingetreten und wollte eigentlich nur finanziell mit meinem Mitgliedsbeitrag irgendwie unterstützen, wollte auch weiterhin nicht so richtig was machen. Und dann hat es richtig Spaß gemacht. Und heute sitze ich hier. Jetzt hast du ja die alternative Liste praktisch so aus deinem Gedankengut, sagen wir so ein bisschen politisch eigentlich schon gestrichen. Denn gute Nachrichten, die Grünen wollen mit dir auch nicht koalieren. Das glauben sie. Ach, bist du jetzt mittlerweile wieder offen für die Grünen? Ja, die Grünen heißen ja nicht mehr alternative Liste. Naja gut, Grüne, der Name ist ja nun jetzt nicht das Ausschlaggebende. Ja, aber die haben sich ja schon weiterentwickelt. Das muss ich denen ja zusprechen. Und da hat sich ja vieles verändert zur damaligen alternativen Liste. Und natürlich gibt es menschlich, persönlich, private Kontakte auch zu den Grünen. Und ja, manche mag ich auch, manche mag ich weniger, aber das wird denen genauso gehen. Du arbeitest sehr parteiübergreifend, habe ich gesehen, weil du hast eine persönliche Referentin gehabt vor ein paar Jahren und mit der bist du jetzt auch privat liiert, die von den Piraten eigentlich ist. Das also recht. Parteiübergreifend, passt das eigentlich überhaupt in das CDU-Image hinein? Was sagt der Rest der Union? Ja, einige waren da, glaube ich, damals schon ein Stück weit irritiert, gar keine Frage. Aber in der Tat gibt genug Leute in meiner Partei, die auch manchmal irritiert sind über die eine oder andere Aussage. Damit kann ich gut leben, so bin ich halt. Und ich finde, es ist auch tatsächlich wichtig, dass man parteiübergreifend sich zumindest kennt und mal austauscht. Das heißt nicht, dass ich jeden mag und nicht, dass ich jede politische Einstellung teile. Aber das Vertrauen, die Augenhöhe, die man hat in Gesprächen, auch mit Vertretern anderer Parteien, die finde ich wichtig und die pflege ich auch. Mag nicht jeden in meiner Partei gefallen, mache ich trotzdem. Also ein intensiver Austausch mit der Piratenpartei an der Stelle können wir dann schon mal ein Häkchen ansetzen. Ja, das ist ja, ich meine, so immerhin. Die war da aber nie Mitglied. Die war da nie Mitglied. Nein, okay, aber immerhin, du hast, sag mal, das Alte hast du hinter dir gelassen, hast dich für eine neue Frau an deiner Seite dann geöffnet. In Bayern lässt man das parallel weiterlaufen. Das ist natürlich eine andere Geschichte. Wir kommen zu unserem ersten Spiel. Das ist die Pressekonferenz, die Schnellfragerunde. Ich stelle Fragen oder so Aufzählungen. Du musst ganz schnell antworten. Kurz und zwar in einem Wort. Es sei denn, es ist ein zusammenhängender Begriff, der dazu einfällt. Also jetzt bitte keine Halbsätze oder sowas irgendwie. Ne? So. Du wirst gleich merken. Meine Lieblingsfarbe ist? Blau. Mein Lieblingslied heißt? Viele. Von welcher Band ist das? Ben Zucker der Sonne entging. Okay. Mein Held der Geschichte? Tja, in der Tat Helmut Kohl. Mein Lieblingsessen? Pfeffersteak. Zum Frühstück gibt's bei mir? Pfeffersteak, ja. Das ist schwierig. Sehr gerne Rührei. Okay. Das Buch, das ich aktuell lese, heißt? Das Wahlprogramm der CDU. Du, ich komme zurzeit tatsächlich nicht dazu, viele Bücher zu lesen, weil wir sind sehr viel unterwegs zurzeit. Ja, je weniger Bücher du lesen kannst, dann würde ich mir doch umso stärker doch wirklich aussuchen, was ich lese. Und wirklich richtig gute... Ja, aber gute, du, ich kann dir gerne mal eine Zusammenfassung schicken. Das ist wirklich gut, das lohnt sich. Unser Berlin-Plan zu lesen, das lohnt sich. Spätestens mit jeder Koalition ist so ein Buch wieder hinfällig. So, also, mein letzter Urlaub ging nach? Der letzte Griechenland. Mein politisches Vorbild ist... Ich habe kein richtiges politisches Vorbild. Ich habe ganz viele, die ich sehr schätze. Habe ich aber wirklich nicht. Ich sag dir mal, wer mein Vorbild ist, ist meine Mutter. Aber das ist jetzt nicht das, was ihr so erwartet habt. Ich habe das, also politisches Vorbild. Was hat deine Mutter gemacht in der Politik? Ja, deswegen sage ich ja, meine Mutter hat nichts in der Politik gemacht. Aber sie hat viel mitgebracht, was in der Politik, glaube ich, notwendig ist. Sie war verlässlich, herzlich, offen. Da komme ich vielleicht zur nächsten Frage. Mein menschliches Vorbild. Das ist meine Mutter. Ja, siehst du, haben wir es doch schon. Sehr mein aktueller Kontostand lautet? Definitiv nicht gut. Nicht gut? Ist nie gut. Und du willst Berlin regieren? Okay, wir machen weiter. Da ist der Kontostand ja auch nie gut. Also ja, ja. Von daher. Hast du so. Tee oder Kaffee? Kaffee. Kaviar oder Austern?
Also wenn ich muss, dann eher Austern. Okay. Kiffen oder Koksen? Also wenn du musst. Also wenn ich mich zwischen den beiden Sachen eher kiffen. Ah ja. Sport oder Chips? Schwierig, Chips. Okay. Mein Lieblingsschauspieler heißt? Bruce Willis. Mhm. BVG, Auto oder Rad? Alles zurzeit sehr gerne Auto. Alles zurzeit sehr gerne Auto. Ja, weil ich glaube, ey, ganz ehrlich, das ist ja das, das ärgert. Wir reden noch über das Auto. Lass okay, uns dann lass uns das nachher machen. Prada oder Kick? Prada kann ich mich leisten, Kick. Diesen Wissenschaftler der Geschichte bewundere ich. Albert Einstein. Okay. Spandau oder Neukölln? Du durch die überall super gewinnen. Verbunden. Durch die, das ist keiner egal. Das haken wir so ab. Mein letzter Filmriss, den hatte ich. Ist tatsächlich länger her. Ist jetzt aber sehr... Das, nee, letzte Woche war es wirklich nicht. Aber länger her, letzte Woche, ja. Na, ich sag... circa 5 Jahre. Circa 5 Jahre? Okay. Kann mich nicht so genau dran erinnern. Also 2021 bei dem Wahlergebnis hätte ich es verstanden. Aber gut, so. Das letzte Mal mit einem Mann geschlafen habe ich. Noch nie. Oh, schade. So, das machen wir dann schon mal gleich mal ein bisschen weiter. Ne, also hier. Wir lassen dann noch mal... Wenn ich jetzt sage, aber gekuschelt, siehst du es denn wieder ein bisschen höher? Mein Lieblingsautor ist, sagt nicht die CDU mit dem Wahlprogramm. Das ist jetzt wirklich. Komm. Kommt auch immer ganz drauf an. Einen. Wenn du jetzt, es gibt noch viele andere, aber einen nennst du jetzt. Nee. Nee, gar keinen. Sehr wenig. Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Okay, wann ist dieses Spiel zu Ende? Welches Spiel? Das, ja, jetzt dieses Spiel hier. Okay, gut. Also, was ich interessant fand, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, ich habe alle Fragen konsequent nicht gegendert, also alle männlich gegendert, mhm, und dementsprechend waren auch die Antworten. Das lassen wir jetzt mal an der Stelle so stehen, vielleicht wirkt es ja noch ein bisschen nach. Nur die Frage, menschliches Vorbild wurde mit meiner Mutter beantwortet. Absolut. Absolut. Das mal als kleiner Gedanke für dahinter. Du warst 16 Jahre im Bundestag, das waren genau die Merkel-Jahre. Total, ja. Wie ist die? Beeindruckend. Wirklich beeindruckend. Ich war, kann ich glaube ich sagen, als sie Kanzlerin wurde und Parteivorsitzende damals, kein großer Fan von ihr. Und ich habe sie dann kennengelernt als Bundeskanzlerin in vielen, vielen Gesprächen und selten so eine beeindruckende Persönlichkeit getroffen, die so einen klaren Plan hat, so weit vorausschaut. Sie hat mich sehr beeindruckt. Sie schaut weit voraus. Absolut. Das finde ich sehr interessant, weil also bis 2005 war Deutschland in Sachen Klimazieleinhaltung und sowas, Umweltfreundlichkeit, weltweit mit an der Spitze. Dann kam die Klimakanzlerin. Oh ja, aber dann haben, ich sag mal so, also es haben uns zumindest andere überholt an der Stelle. Hat sie nicht so viel getan. Egal. Das erste Klimaschutzgesetz, Atomausstieg, vieles mehr, das fiel schon in ihrer Amtszeit. Aber was nützt denn so ein Klimaschutzgesetz, wenn es nicht eingehalten wird? Deswegen kleben sich die Leute ja gerade auf die Straße, weil es nicht eingehalten wird. Ja. So ein Gesetz ist schön, aber bring mal so eine Bundesregierung gegebenenfalls ins Gefängnis, nur weil so ein Gesetz nicht einhält. Oder lass die Strafe zahlen, das macht ja keinen Sinn. Ja, ich finde, dass die Klimakleber tatsächlich, ich würde mir ist jetzt als Beispiel mit anpacken, die Demonstration und sowas alles klar. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir hier schneller vorankommen. Und das liegt vor allen Dingen häufig an den Kommunen, an den Ländern, die nicht schnell genug dafür sorgen, dass wir mehr, wir brauchen letztlich mehr Netze, wo wir dann auch diesen regenerativen Strom durchleiten können. Und das funktioniert in Deutschland nicht. Das dauert alles viel zu lange, weil dann auch Kommunen sagen, nee, boah, da leben Leute, da können wir doch jetzt keine Leitungen langlegen. Und das muss schneller gehen, weil wir produzieren ja ganz viel Strom durch erneuerbare Energien, aber wir leiten den nicht vom Norden in den Süden, von Osten in den Westen und umgekehrt. Das ist das Problem. Und da müssen wir schneller vorankommen. Das ist in der Tat so. Das haben wir auch in der Zeit von Merkel nicht richtig gemacht. Das ist schön, dass wir uns da zumindest schon mal einig sind. Das ist ja toll. Weswegen der Schritt zurück in die Lokalpolitik? War dir das klar, dass das mit
Laschet nichts wird, oder wolltest du die schwache Berliner CDU wieder aufpäppeln? Na, ich habe mich ja für das Amt des Landesvorsitzenden beworben. Da gab es Armin Laschet zumindest auf Bundesebene noch nicht. Mhm. Den gab es schon, aber nicht auf Bundesebene. Nein, ich bin eigentlich, also ich bin jemand, der fast immer gute Laune hat. Ich wüsste nie treffen, wo ich wirklich, also 3 Tage schlechtes Wetter, dann wird es eng, aber sonst habe ich eigentlich immer gute Laune. Und mir ging es ein paar Tage wirklich irgendwie nicht gut. Und meine Frau hat gefragt, was ist denn los? Und da habe ich gesagt, ja, alles furchtbar und die Berliner CDU findet nicht statt und da muss sich was ändern. Und dann hat sie den Satz beim Frühstück gesagt, entweder du arrangierst dich damit und akzeptierst es oder du änderst was. Und ich glaube, das war der Tropfen, der so gefehlt hat. Und da habe ich gesagt, ich gehe jetzt zurück, weil ich will Berlin besser machen. Und die Grundvoraussetzung ist, die Berliner CDU erstmal besser zu machen, um dann die Berliner zu überzeugen. Und ja, da bin ich jetzt auf dem Weg. Warum musste ich denn deine Frau davon überzeugen? Warum macht sie es nicht selbst? Nein, sie musste mich nicht überzeugen, sondern ich war ja auf dem Weg. Aber das war so dieser Satz, wo sie gesagt hat, entweder du änderst was oder du akzeptierst es. Und ich habe dann nochmal überlegt, dann habe ich gesagt, nein, du änderst was. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, den ich gesagt habe, ich kann dich als Landesvorsitzender. Der sagte damals, Kai, du bist irre. Ich so, ja, kennst mich. Und dann sagte er noch zu mir den Satz, wenn das nicht klappt, dann bist du politisch erledigt. Und habe ich gesagt, das weiß ich, kandidiere dann auch nicht mehr für den Bundestag. Ich will das jetzt hinkriegen, dass wir in Berlin stark werden und dass diese Stadt besser regiert wird. Und bisher hat alles ganz gut geklappt. Und jetzt warten wir am 12. Februar. Gucken wir mal, genau. Wir haben ja aktuell gerade Franziska Giffey, Bettina Jarasch und Klaus Lederer. Was stört dich da an, Gerald Power im Roten Rathaus? Ist doch eigentlich eine super Frauengruppe. Also, ist doch... Also, Lehrerverbeamtung soll durchgesetzt werden, 29-Euro-Ticket soll kommen, Mietenbündnis, das klingt doch eigentlich alles ganz gut. Ja, super. Klingt, hört sich immer alles gut an, aber die Realität ist ja anders auf den Straßen. Das funktioniert halt alles nicht. Und ich habe gegen die übrigens menschlich, gegen alle drei nichts, aber politisch klappt es nicht, es funktioniert nicht. Und die streiten sich auch wie die Kesselflicker, ehrlicherweise. Ich bin ja manchmal irritiert. Ich saß letztens auf dem Podium, rechts von mir Jarasch, links von mir Giffey. Ich habe dann irgendwann gesagt, soll ich schlichten, meine Damen? Also es wird jetzt ein bisschen grenzwertig hier. Und ich will, dass das wirklich funktioniert, dass wir das hinbekommen, dass die Stadt funktioniert. Ich meine, da sind natürlich so gute... Ja, man darf auch klatschen, also ist gar kein Quatsch. Da sind natürlich politische Freundschaften wie die von Söder und Laschet natürlich auch gute Beispiele in der Union. Schwierig, ne? Ja, also von daher, ich glaube, das wird nochmal sehr, sehr spannend in der Berliner CDU. Wir sind gespannt, was passieren wird. Berlin leistete 2015 als auch 2022 sehr viel in Sachen Flüchtlinge, Geflüchtete einfach. Und was läuft da gut, deiner Meinung nach? Was haben wir da gut gemacht? Was haben wir vielleicht sogar von 2015 gelernt, was wir 2022 gut umgesetzt haben auch? Na, ich glaube, 15, 16 hatten wir echt große Probleme. Du wirst das bestimmt auch nochmal gleich sagen, aber die ganzen Schlangen vor dem Lageso und so, das hat ja, vieles hat da nicht funktioniert. Wir haben dann relativ schnell Flüchtlingsunterkünfte gebaut, das war gut. Übrigens der Bund auch eine ganze Menge gemacht mit Sonderbaurecht und so weiter. Im Baugesetzbuch haben wir verändert, das war ich auch beteiligt dran. Und jetzt haben wir eine ähnliche Flüchtlingswelle von Menschen, die geflüchtet zu uns kommen. Und diese Bilder haben wir jetzt nicht und da funktioniert vieles gut. Und das funktioniert deshalb gut, weil so unglaublich viele Berlinerinnen und Berliner solidarisch sind und Menschen aufnehmen, nicht nur ihre Herzen, sondern in der Tat auch ihre Türen öffnen. Das ist großartig. Das wäre jetzt auch der perfekte Moment gewesen, um zu sagen, da hat die Regierung in Berlin auch mal was nicht so verkehrt gemacht zum Beispiel. Ganz ehrlich weiß ich nicht so genau, weil ich war ganz am Anfang am Hauptbahnhof, als die Geflüchteten aus der Ukraine kamen, wo die Hilfsorganisationen das alles selbst gemacht haben. Und die waren ziemlich alleingelassen, das haben die mir auch geschildert. Die ersten 10, 14 Tage fühlten die sich sehr, sehr alleingelassen. Danach wurde es besser und das lobe ich auch ausdrücklich und sage ich auch, aber die ersten 14 Tage ohne die ganzen Ehrenamtlichen, die am Hauptbahnhof das gemacht haben, hätte Berlin ähnliche Bilder gehabt wie 15, 16. Und das dürfen wir uns nicht nochmal erlauben. Das haben die Menschen nicht verdient in die Stadt. Du weißt, wie es ist mit so einer Verwaltung, die erstmal irgendwie in Gang kommt, ehe alles rechtssicher ist und so weiter. Es gibt sofort Proteste und manchmal kann man auch die besten Sachen machen. Da springt dann die Opposition auch gleich wieder in die Bresche und sagt, das, was sie da machen, hat keine Rechtsgrundlage. Es ist schwierig. Frank Henkel. Ist, muss man, ich glaube, nochmal wiederholen, Frank Henkel hat auch mal deinen Posten gehabt. Mhm.
wollte auch regierender Bürgermeister werden, hat zweimal hintereinander das schlechteste Ergebnis für die CDU eingefahren. 2011 mit 21%, 2016 dann mit 18%. 17,6. Ja, wir waren freudig, wir haben aufgerundet. Und, ich will nur betonen, dass Mainz bei 18 lag und dadurch besser war. Ja, du hast, das ist wahrhaftig wahr, weil dann bist du gekommen und du hast sie auf 18 hochkatapultiert, förmlich. Das ist ja... Bei der Geschwindigkeit könnte es, wenn das wird, das jetzt wirklich, weil es ist Prognosen oder Umfragen sind alles nichts wert, am letzten Endes steht die Wahl natürlich selber erst. Bei dem Tempo könnte es durchaus noch ein paar Jahrzehnte dauern, bis es zu einer Mehrheit reicht. Also mal so als, ja, mit wem würdest du denn dann jetzt, weil man muss ja auch davon ausgehen, selbst mit aktuell 22, 23, 21%, je nachdem, hat man immer noch keine absolute Mehrheit. Das heißt, ihr braucht KoalitionspartnerInnen. Mit wem wollt ihr koalieren? Die SPD hat das letzte Mal schon einen Aufstand gemacht unter Franziska Giffey, als auch nur der Gedanke auftauchte. Die Grünen haben eine Koalition mit euch ausgeschlossen. Wollt ihr Juniorpartner unter einer explodierten FDP werden oder doch eine Koalition mit FDP oder AfD-Dings? Also, erstens machen wir Wahlkampf, dass wir möglichst stark werden. Wir brauchen einen klaren Regierungsauftrag und dann kriegen wir auch einen Wechsel hin in der Stadt. Ist keine politische Floskel, ging auch nicht an, finde ich schon mal gut. Zweitens. Ich glaube, es war gerade irgendwie. Zweitens, und das will ich auch an dieser Stelle sagen: Hey, nee, ist nicht an, so geht's nicht. Da ist gerade kein Strom drauf, weil der Söder die Trasse nicht gebaut hat. So. Sehr gut. Also. Zweitens, für mich ist völlig klar, die CDU wird keine Koalition mit der Linkspartei machen, weil wir einfach gegen Enteignung, gegen Rekommunalisierung sind. Das wollen wir einfach nicht und deswegen können wir da auch keine Koalition machen. Und ich schließe dezidiert und ehrlicherweise erst recht eine Koalition mit der AfD aus, weil die spaltet und die passt nun wirklich gar nicht zu Berlin. So, und jetzt haben wir... Und seit Thüringen muss man ja als CDU-Vertreter auch immer sagen, es wird auch keine Zusammenarbeit in irgendeiner Form mit der AfD geben, weil die muss einfach raus aus den Parlamenten und möglichst schnell in Berlin. So, und jetzt haben wir was dazwischen. Darf ich noch mal ganz kurz da einhaken? Ja. Weil Thüringen steht natürlich auch mit auf meinem Zettel, gar keine Frage. Weil ich kenne deinen Zettel aber nicht. Nein, ich weiß das nicht, um Gottes Willen. Ja, diese geheimen Informationen, auf gar keinen Fall. Nein, die Thüringen-Wahl, Minister Kemmerich war mal für 3 Tage, glaube ich, Ministerpräsident. Ich glaube, nur für ein paar Stunden. Nee, er war schon länger noch. Er musste noch aktiv zurückgetreten und werden, also man musste ihm noch erklären, von wegen, Hase, das geht nicht, einfach mal. Selbst wenn du jetzt weitermachst, du hast einfach keine Mehrheit hinter dir. Und er ist ja dann endlich, also ich glaube, er wollte auch einfach 3 Tage, damit er auch mindestens einen Monatsgehalt irgendwie nochmal irgendwie kritisch machen. Hätte man auch darauf verzichten können an seiner Stelle. War aber ein FDP-Mensch, hat nichts mit euch zu tun, aber ist natürlich mit euren Stimmen und Absolut. Mit denen der AfD gewählt worden. Und auf Bezirksebene gibt es durchaus Zusammenarbeiten mit der AfD, wenn es da mal um Anträge geht. Gibt auch, ja. Aber das ist ja immer das Problem. Also ich habe mir mal eine Auflistung gemacht, weil ich den Vorwurf immer kenne. Wo gibt es eigentlich Zusammenarbeit inhaltlich bei Anträgen zwischen AfD und SPD? Das gibt es auch im ganzen Bundesgebiet. So, nur müssen wir mal aufpassen. Wir haben es auch nicht dezidiert aufgeschrieben, weil es wahrhaftig alle Parteien betrifft. Absolut, weil wenn die AfD jetzt irgendwie einen Zebrastreifen fordert, wo wir seit 20 Jahren sagen, der ist sinnvoll, dann wäre es ja blöd, wenn wir jetzt auf einmal dagegen stimmen würden. Es gibt aber keine Absprachen, keine Reden, keine Zusammenarbeit mit dieser AfD, weil die passt wirklich zu Berlin 0,0. Berlin ist eine bunte, eine vielfältige Stadt, die AfD ist genau das Gegenteil und deswegen wollen wir die nicht. Wertet die AfD, aber die Zusammenarbeit wird natürlich aufgewertet von der AfD, weil die natürlich nach draußen dann treten können und sagen, wir haben euch diesen Zebrastreifen versprochen, wir haben ihn durchgesetzt. Und damit können sie natürlich entsprechende Wahlsiege auch, beziehungsweise politische Siege für sich verbuchen. Ja, aber weißt du, ich sage immer, wenn die AfD morgen sagt, die Erde ist eine Kugel, sage ich nicht, die Erde ist eine Scheibe. So, jetzt da muss man auch mal aufpassen, wir dürfen uns auch von dieser Partei nicht treiben lassen. Wir haben eine klare Haltung, wir haben eine klare Position und das alles Entscheidende ist, dass wir uns einig sind, dass diese AfD mit Berlin nichts zu tun haben darf und dass die raus aus den Parlamenten muss und nie Verantwortung bekommt in einer Stadt wie Berlin, die bunt und vielfältig ist. Das ist mir wichtig und das muss die klare Botschaft sein und sich mit denen inhaltlich mal ernsthaft auseinandersetzen, ist viel wichtiger als zu sagen, diesen Antrag lehnen wir ab, weil wir schon immer gegen Zebrastreifen waren und sowas sind. Also das ist Quatsch. Ja, über Verkehrspolitik reden wir nachher auch noch. Entschuldigung, ich rede mal in dein Geklatsche rein. Ne? Es tut mir sehr leid. Alles klar, pass auf. Aber lass mich noch mal sagen, mit wem ich koalieren will. Ganz kurz gleich. Ich erzähle mir, pass auf, klatsch nur jedes dritte Mal, dann quatsche ich nicht rein. Dann hast du auch eine Chance, durchzukommen. So, bitte. So, du hast ja gefragt, mit wem ich koalieren will. Na ja. Klar, die meisten Übereinstimmungen gibt es mit der FDP. So, Punkt ist so.
Müssen wir mal gucken, ob die reinkommen. Und wenn nicht, gibt es ja auch Möglichkeiten für eine Zweierkoalition. Muss man sich einfach mal anschauen. So, und dann gibt es die SPD und die Grünen. So, und mit denen möchte ich verhandeln. So, die SPD hat seit 21 Jahren im Roten Rathaus das Sagen. Am Anfang gesagt, zur Demokratie gehört auch immer mal ein Wechsel. So, 21 Jahre Rotes Rathaus ist schon eine ganz schön lange Zeit. So, und die Grünen haben es übrigens nicht ausgeschlossen, eine Koalition mit uns zu machen. Da muss man sich das Zitat im Tagesspiegel genau anschauen. Und ich habe jetzt mein Handy nicht bei. Ich könnte ja auch mal so zeigen, wie man sich unterhält und auch über WhatsApp mit dem einen oder anderen von den Grünen spricht. Ich sage dir aber, bei der Verkehrspolitik, ich weiß, wir kommen noch drauf, aber bei der Verkehrspolitik, die Grünen zurzeit für Berlin anpeilen, fällt mir es auch schwer, an eine schwarz-grüne Koalition zu glauben. Aber man muss nach einer Wahl erstmal gesprächsbereit sein. Da bin ich sehr gespannt, wo da eventuell Schnittmengen sein könnten, weil die Verkehrspolitik der CDU und die Verkehrspolitik der Grünen sind praktisch absolute Gegensätze. Absolut. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und solche Gegensätze bei der Linkspartei schließt du ja eine Koalition deshalb aus, bei den Grünen nicht. Finde ich noch sehr, sehr spannend. Du hast es gesagt, seit 21 oder fast 22 Jahren mittlerweile gibt es keinen regierenden Bürgermeisterin von der CDU mehr. In allen 12 Berliner Bezirken gibt es derzeit keinen Bürgermeisterposten, der von der CDU belegt wird. Wollt ihr deshalb vielleicht den 13. Bezirk? Um wenigstens einmal noch irgendwo eine Rolle zu spielen? Also. Nein, ich glaube, dass wir nach dem 12. Februar, so jetzt entscheiden erstmal die Menschen in Berlin, die Berlinerinnen und Berliner, aber ich glaube, nach dem 12. Februar wird es in dem einen oder anderen Bezirk auch Veränderungen wieder geben. Wir hatten ja jetzt eine Situation, dass wir den 3 Bezirken stärkste Kraft wohnen, aber dass sich ein Bündnis aus SPD, Grünen, Linken und FDP zusammengetan hat, um einen CDU-Bürgermeister zu verhindern und eine Bürgermeisterin. Aber Bürgermeister. Was sagt das über die Union, wenn sich 4 wichtige Parteien konsequent gegen die eigene Partei richten an der Stelle oder gegen den Kandidaten an der Stelle irgendwo? Ist der Kandidat oder die Kandidatin, sind das die richtigen Personen gewesen? Oder nein, ich glaube, das hatte auch was mit Koalitionsverhandlungen auf Landesebene zu tun und Angeboten, was man der FDP dann gemacht hat, dadurch, dass die dann umgefallen ist. Macht ja die FDP ab und zu mal so in der Geschichte unseres Landes umzufallen. Aber ich glaube, das alles Entscheidende ist, wenn die Wählerinnen und Wähler jetzt klare Aufträge erteilen, dann kommt man da auch nicht mehr drum herum. Und dann wird es in einigen Bezirken Veränderungen geben. Wir haben ja immer noch die Situation, dass wir es eigentlich gar nicht so genau wissen, ob das überhaupt geht. Ne? Der Senat oder die SPD sagt ja auch, alle sollen wählen gehen. Aber im Bezirksamt darf sich nichts ändern. So, das ist ja ehrlich gesagt, mein Demokratieverständnis sagt was anderes. Wenn die Leute wählen gehen sollen, müssen sie auch die Möglichkeit haben, einen neuen Bürgermeister, eine neue Bürgermeisterin wählen zu können. Wir sind da dran, wir haben im Abgeordnetenhaus jetzt auch einen Antrag eingebracht, da gibt es auch Gesprächsbereitschaft in anderen Parteien und ich finde immer, wenn man wählen geht, muss man auch die Möglichkeit haben, etwas zu verändern, auch beim Personal und die SPD klebt da noch ein bisschen an den Stühlen, was die Bezirke angeht, ist mein Eindruck. Also, ich wollte nicht dazwischen quatschen, tut mir leid. So. Wir haben ja die Situation, wie gesagt, jetzt in 12 Bezirken seid ihr da gegenwärtig raus. Wir haben da 12 Verwaltungen drin. Und jetzt, ich komme noch auf den 13. Bezirk zu sprechen. Ihr wollt diesen 13. Bezirk halt. Wir haben 12 Bezirke, die nicht funktionieren. Ihr wollt einen 13. Bezirk. Wir haben einen großen Verwaltungswasserkopf, sage ich jetzt mal, irgendwie, obwohl wir schon jede Menge gespart haben mittlerweile auch schon. Und ihr wollt mit einem 13. Bezirk, da gibt es natürlich eine weitere Verwaltung dann wieder. Ist es vielleicht dann doch besser, und das hat die FDP ja vorgeschlagen, mehr zu zentralisieren? Also ich will diesen 13. Bezirk, wo man auch mal ausprobieren könnte, schlankere Prozesse, schnellere Entscheidungen, wo man auch mal experimentieren könnte, hey, was können wir eigentlich in so einem Bezirk mal besser machen, wo wir das einfach mal was ausprobieren. Testbezirk. Ich erinnere an einen Wahl-CDU-Slogan mal, ja. Keine Experimente. Ja, absolut, aber keine Experimente funktioniert in Berlin von 2023 sowieso nicht mehr. Ja, aber ich bin gerade wirklich irritiert, weil bei einigen, was du so sagst, bin ich gerade, ich muss wirklich manchmal, also ich glaube, ich stelle die Frage nochmal, aber überleg dir jetzt schon mal die Antwort, bist du in der richtigen Partei drin? Total. Weil du widersprichst an einigen Stellen wirklich grundlegenden Slogans der Partei und Aussagen auch. Ja, vielleicht auch nur grundlegenden Vorstellungen, die draußen noch irgendwie teilweise gepflegt werden über die CDU, was die Berliner CDU gar nicht mehr ist. Wir sind keine Experimente kamen nicht von mir. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das glaube ich dir. Aber ich glaube, gerade in Berlin haben wir immer wieder Experimente auch als Berliner CDU gewagt. Auch gerade in meiner Zeit, auch als Generalsekretär, jetzt auch als Parteivorsitzender. Und diesen Weg werde ich auch weitergehen. Weil ich finde, man muss immer mal die Kraft auch zur Erneuerung haben. Die Kraft auch mal was Neues auszuprobieren. Berlin ist die Stadt, wo man sich immer wieder neu erfinden kann. Und das ist doch wichtig.
tut mir leid. Das kommt ja drauf an, für welchen Verein das ist. Das gucken wir uns dann ja noch an, ob es mir leid tut. Ja, wir dachten uns, wir spenden das an die jungen Grünen. Und vielleicht auch an einen anderen. Wir gucken mal. Nee, muss ja gemeinnützig sein. Das sind die nicht. So, wir machen. Veränderung ist wirklich ein gutes Stichwort. Wir gehen mal in die Wahlplakate rein. So, und wir haben jetzt das ein Plakat. Wir haben die alle abfotografiert. Siehst du was? Ich sehe alles. Ich bin schlank genug. Ja, ich hoffe es doch wohl. So, das erste Plakat, was wir hier haben, spricht berlinerisch und fließend Klartext. Jetzt müsste der Phrasenalarm aber sowas von losgehen an der Stelle. Phrasenalarm! Ich habe gar nichts gesagt übrigens gerade. Das ist das Plakat. Aber ich habe es nicht gesagt. Entschuldige mal bitte sehr. Also ich meine, ist ja nur wirklich, also mehr Phrase geht ja kaum, oder? Ja. Also, ja. Einmal, was will denn das sagen? Arbeiten für Berlin ist auch eine Phrase, glaube ich. Ja, aber um die Partei geht es ja gerade nicht. Deswegen, du bist ja heute eingeladen. Wir gehen mal ganz kurz in ein nächstes Plakat hinein. So, ich will Berlin besser machen. So, das war von 2021. Mhm. Ja, jetzt, ich finde, also ist ein bisschen anders als das von wegen, das, was jetzt nämlich gleich kommt. Das ist von heute. Meine Politik muss nicht allen gefallen, aber für alle funktionieren. Klingt schon mal ein bisschen anders irgendwie. Mhm. Ja. Was fällt dir auf? Dass die Kampagne besser ist als die letzte. Ist sie das? Okay. Ich glaube schon, weil schau mal, das ist doch, ich glaube, das ist schlicht ehrlich, keine Partei wird allen gefallen in Berlin. Das geht ja auch, zeigen ja auch alle Umfragewerte übrigens, da kommt ja keine Partei mehr deutlich über 30%. Das ist richtig, ja. So, und ich habe auch gar nicht den Anspruch, dass meine Politik jedem gefallen muss, okay, und gefällt, sondern mein Anspruch ist, dass das, was wir tun, dass das für alle funktioniert, egal was sie gewählt haben. Und ich habe jetzt manchmal das Gefühl bei diesem Senat, dass das gar nicht der Anspruch ist, dass Politik für alle funktioniert, sondern für eine gewisse Klientel. Und das ist nicht mein Anspruch. Ich will Politik für ganz Berlin machen, für alle Berlinerinnen und Berliner, unabhängig, was sie gewählt haben. Witzig, das haben die anderen auch alle gesagt. Ja. Also es war das, das kann ich mir sogar vorstellen, dass die das gesagt haben, aber sie haben 6 Jahre, wo sie es hätten machen können, nicht gemacht. Und das ist der Unterschied. Ja, naja. Wir gucken nochmal, weil Pendant zu dem Plakat gab es auch 2021. Da hieß es noch, ich will zuhören und anpacken. Langweilig. Ach, das ist langweilig? Ja. Na gut, brachte 18%. Also, das langweilig ist, da gehen wir weiter. Dann das nächste Plakat, das ist ja auch sehr. Ganz Berlin braucht die Polizei, niemand diesen Senat. Dein Gesicht ist nicht mit dabei, interessanterweise. Hast du dich für den Spruch geschämt oder ist das... Nein, gar nicht. Aber das Entscheidende ist ja auch, dass wir, das wollen wir ja auch rüberbringen, dass wir mehr für Sicherheit tun wollen. Wir haben ein Gewaltproblem in unserer Stadt, ganz massiv. Übrigens nicht nur in der Silvesternacht. Wir haben die geringste Kriminalitätsrate seit 10 Jahren. Nein. Ja. Also, wir haben 8.400 Übergriffe 2022 auf Polizeibeamte, ein trauriger Rekord. Wir haben einen massiven Anstieg auf Homo und Transgewalt. Du kannst dir jetzt natürlich Homo die einzelnen Zahlen raus. Ganz massiv. Jetzt vor kurzem neues Monitoring erschienen. Dass Hassgewalt in Berlin steigt ganz massiv. Und das sind ich sage nicht, dass das für alle Kriminalitätsraten gleichermaßen gilt. Aber wir haben die niedrigste Kriminalitätsrate allgemein seit 10 Jahren. Und wenn du dann sagst, von wegen, wir haben ein Gewaltproblem. Natürlich haben wir Gewalt und jede Gewalt ist natürlich ein Problem. Die Gewaltdelikte sind deutlich gestiegen. Du hast einige Delikte, die zurückgegangen sind, weil 2 Jahre Lockdown gefühlt war und dadurch viele Vorfälle natürlich runtergegangen sind, gerade Wohnungseinbrüche und so weiter. Was jetzt auch wieder drastisch ansteigt. Aber nicht mehr 2022. Ja, was jetzt aber wieder hochgeht auch. Jetzt geht es wieder hoch. Ja, aber letztes Jahr, wie gesagt, hatten wir nochmal die geringste. Das muss man wirklich mal einfach so stehen lassen. Also von wegen, jetzt, wenn du jetzt prognostizierst, dass für 23 die Zahlen wieder hochgehen, dann malst natürlich jetzt auch ein Bild an die Wand. Da werden wir dann in einem Jahr sehen, ob das stimmt oder nicht. Aber das geht jetzt dann doch schon sehr in den hellseherischen Bereich hinein. Ja, je nach 22 da müssen wir noch hoch. Ja, weil das zu 21 schon, weil da hatten wir einen Lockdown. Genau. Das war klar. Also das ist natürlich, aber ich meine, klar, wenn alle Leute zu Hause bleiben, das heißt, du möchtest demnächst dann ab 23, 24, dass die Leute alle wieder schön zu Hause bleiben, dann haben wir auch keine Gewalt mehr. Nein, überhaupt nicht. Sondern ich will, dass wir einen starken Staat haben, der uns schützt, dass wir eine Polizei vor Ort haben, die uns schützt und ich will eine Justiz haben, die Straftäter, wenn sie ermittelt sind, auch sanktioniert. Und ich will ein Präventionsangebot machen, dass wir Straftäter erst gar nicht auf die schiefe Bahn kommen lassen. So, und das alles muss Hand in Hand funktionieren. Ja, und das Ganze muss finanziert werden. Total, hast du recht, aber ich glaube schon, dass der Staat, das ist ja eine Kernaufgabe vom Staat, für die Sicherheit der Bürger zu sorgen.
Und hier haben viele Menschen in der Stadt nicht mehr das Gefühl, dass sie sicher sind. Ich höre so oft in diesem Wahlkampf, auch gerade von älteren Menschen, dass sie sich mit Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße trauen. Mhm. Dass viele Menschen Angst haben, nachts mit U- und S-Bahn zu fahren. So, und das ist eine Situation, die wir verändern müssen. Ich werde auch nicht verändern, dass es keine Gewalt mehr auf unseren Straßen gibt, aber wir müssen davon runterkommen. Und wovon finanzierst du das? Ja, das müssen wir natürlich aus dem Staatshaushalt finanzieren, ist doch gar keine Frage, aus dem Haushalt, na klar, wie denn sonst? Und da haben wir schon aktuell ein Defizit, auch wenn wir in den Jahren vor Corona wahrhaftig ein bisschen was abbauen konnten an Schulden, aber aktuell ist es wieder ein Defizit. Das heißt, du musst woanders irgendwo einsparen. Wo kommt das Geld her? Ich weiß das gar nicht. Klaus Obereit hat immer gesagt, wir sind arm, aber sexy. Ja. Ich sage, arm sind wir nicht mehr ganz so doll und sexy sind wir auch nicht mehr so richtig, weil vieles halt nicht funktioniert. Eine Stadt ist sexy, wenn sie funktioniert. So, und so arm sind wir gar nicht mehr. Wir müssen nur die richtigen Schwerpunkte setzen. Naja, genau. Wo sparst du ein, damit du das Geld für Polizei und Co. zur Verfügung stellst? Und auch für die Justiz, weil die Justiz ist ja nicht so, dass die Gerichte faul sind, sondern die haben halt viel zu tun. Es gibt zu wenig offensichtlich. Es müssen mehr Gerichte offensichtlich her. Wo kommen die her? Wir haben ganz viele unbesetzte Stellen zum Beispiel in der Justiz, bei Staatsanwältinnen und Staatsanwälten. Wir haben auch bei der Polizei, das hat ja durchaus gut der Senat auch gemacht, der hat neue Stellen geschaffen bei der Berliner Polizei, die sind aber nicht besetzt. Wir haben Stellen, die nicht besetzt sind. Und wir haben eine Bewerbungsquote bei der Berliner Polizei, wo kaum noch jemand hingehen will. Und das müssen wir doch ändern. Das müssen wir ändern. Und da muss der Polizeiberuf attraktiver werden. Die Leute brauchen Vertrauen, die für uns... Wie wird der Polizeiberuf attraktiver? Indem ich den Vertrauen ausspreche. Ja, aber auch, glaube ich, beim Gehalt. Das ist... Ich sag dir mal, ich war mit einer Hundertschaft der Polizei, bin ich regelmäßig unterwegs. Also regelmäßig rede ich mit Polizisten, aber ich war auch mit einer Hundertschaft. Hast du viel mit der Polizei zu tun, alles klar. Absolut, genau. Dienstlich. Und war mit einer Hundertschaft unterwegs und ich fragt ja jeder Politiker so, hey, was wünscht ihr euch, was kann ich für euch tun? Und ich bin davon ausgegangen, die sagen, wir brauchen mehr Personal, weil wir haben zu viele Überstunden, wir brauchen bessere Ausstattung, weil die anderen sind alle besser und wir wollen natürlich auch mehr Gehalt. Und diese drei Wünsche kamen gar nicht zuerst, sondern zuerst kam, wir wünschen uns Vertrauen. Wir wünschen uns, dass man glaubt, dass wir einen guten Job machen. Und gerade von der Politik her. Und das finde ich schon krass, wenn Leute sagen, die so einen Knochenjob machen für unsere Sicherheit, dass die sich wünschen Vertrauen von der Führung. Das ist doch krass. Ich glaube, das gibt es nirgends. Wir kommen noch drauf zu sprechen. So, ganz Berlin braucht die Polizei, genau. Dann haben wir hier dieses wunderbare Plakat von 2021. Mietern wirklich helfen. Mhm. Finde ich toll. Mieterin leider nicht, das ist sehr schade. 2023 kam dann allerdings Kriminelle bald häufiger hören, Haftbefehl. Da gab es auch Rückmeldungen auf das Plakat, die da waren. Durchweg positiv. Nein. Also insbesondere als der Sänger Haftbefehl das selber gepostet hat. Das ist jetzt wirklich keine Auszeichnung mehr. Jemand, der antisemitische Texte von seinen Liedern hat, dann das noch über. Das ist die falsche Unterstützung. Das braucht ihr absolut gar nicht. Wirklich nicht. Nächste Ding ist einfach mal, ob das häufiger oder nicht häufiger zu hören ist, das entscheidet ja immer noch die Justiz. Und wir haben ja in Deutschland eine Gewaltenteilung. Die Politik kann die Gesetze zwar die Grundlagen schaffen, aber ob Haftbefehl oder sowas lautet, das entscheidet nicht die Politik. Das ist die Wahrheit, aber Politik entscheidet, wie Verfahren laufen. Und schau mal, jetzt reden wir wieder ganz viel über das Neuköllner Modell, beschleunigte Verfahren, schnellere Verurteilung. Ich frage mich, warum das alles eingeschlafen ist in Berlin. Warum findet das eigentlich nicht seit vielen, vielen Jahren statt? Ist eine berechtigte Frage, aber wir kommen mal ganz kurz bei dem Plakat auf das nächste zu sprechen. Schluss mit der Kuscheljustiz. Ist sehr nah dran an eurem, oder? Nun muss man immer ein bisschen aufpassen, aber nochmal, was die AfD von sich gibt, mache ich mir auf gar keinen Fall zu eigen. Die AfD ist mein politischer Feind, das sage ich sehr bewusst, die anderen sind politische Wettbewerber, aber mit dieser AfD habe ich nichts am Hut und schon gar nicht hier in Berlin, nirgendwo auf dieser Welt. Wir wollen keine rechtsradikalen Parteien in unseren Parlamenten haben. Das verbietet sich und von daher wird es mit mir so einen Kurs auch niemals geben. Ich sage nur, wie gesagt, das ist die Kampagne, mit der die AfD unter anderem gerade Werbung macht und damit macht sie ein Stimmungsbild natürlich. Und wir haben dann von euch noch, apropos politischer Feind, Berlin ist für alle da, auch für Autofahrer. Ja, pass auf.
Aber da muss man natürlich, also über dieses Plakat, da sind mir ja ganz viele Dinge eingefallen. Punkt 1 ist, schade, damit sind alle Autofahrerinnen natürlich raus an der Stelle schon mal. Das zweite ist, und ich fand einen guten Korrekturvorschlag, den habe ich auch gefunden, der sah dann so aus, nicht nur für Autofahrer, warum denn nicht sowas? Weil du zurzeit bei der Politik des Senats ja das Gefühl hast, dass Autofahrer bewusst ausgegrenzt werden. Und das wollen wir natürlich auch klar vom Punkt sagen. Ist es das? Nein, ist keine Phrase, ist die Wahrheit. Ja, also es ist natürlich, also die Wahrheit ist, weißt du, wie viele PKWs es gerade, also es geht nur um private PKWs, es in Berlin gerade aktuell gibt, die angemeldet 1,5 sind. 1,5 Millionen. Ja, 1,24, das war nicht ganz verkehrt, ja, 1,24 Millionen Autos. Wie viel? Privat, mit den geschäftlichen, glaube ich, sind wir bei 1. Das kann dann 1,5 auch sein, genau, richtig. Wie viel Fläche nehmen diese Autos ein? Zweifelsohne eine ganze Menge. Ja, zum Beispiel? Zum Beispiel, also im Prozent zum Beispiel auf die Berliner Fläche. Du kannst natürlich auch Quadratkilometer, Quadratmeter auch nennen, wenn du das möchtest. Jede Zahl, die ich jetzt nenne, wird falsch sein. Ja, natürlich, damit, aber so die Richtung. Du willst auch auf was anderes hinaus. Wir müssen den Platz neu verteilen in der Stadt. Das ist ja das Ziel. Ja, also ich kann es dir sagen, Berlin hat eine Größe von ungefähr 900 Quadratkilometern. Und die Autos, allein nur die stehenden oder fahrenden PKWs, nehmen davon sage und schreibe 16,6% ein. Eine Fläche fast so groß wie der größte Bezirk, den wir haben, nämlich Pankow. Und es ist also, im Endeffekt sind Autofahrer dann doch der 13. Bezirk. Ich komme wieder darauf zurück. Das ist der 13. Bezirk. Ja, also es ist so. Alle anderen Bezirke sind kleiner als alle Autos in Berlin zusammen. Und 95% der Zeit stehen Autos in Berlin. Das heißt, wenn davon auch nur, ich sag mal, 20% sagen, ich verzichte auf das Privateigentum Auto und betreibe lieber Carsharing, dann können die sich ein paar wenige Autos teilen. Warum das Ding? Und zugleich wiederum... Carsharing-Nutzer sind ja auch Autofahrer. Ja, es sind auch Autofahrer, ist richtig, ja. Aber du möchtest ja eine Politik für den Autofahrer an sich machen und für andere Alternativen ja nicht an der Stelle. Nein, nein, nein. Und das kommt da aber nicht rüber. Deswegen empfehle ich dir unseren Berlin-Plan, tolles Buch. Ja, aber ganz ehrlich, ich lese ja gute Bücher nur. Und ganz ehrlich, bei dem Plakat, da kommt das nicht rüber. Also wenn ihr was anderes wollt, warum schreibt das nicht mit drauf? Ja, weil so ein Plakat auch begrenzt ist, was du an Botschaften rüberbringen kannst. Ne? Ja. Muss ja auffallen. Natürlich, Wenn ich manche Plakate vor ganzem Text sehe, da bleibt gar nichts hängen. Das bleibt wo ist denn zum Beispiel ausreichend Platz für alle Verkehrsteilnehmende? Das kommt sehr, sehr klar in unserem Berlin-Plan rüber, dass wir eine Verkehrspolitik wäre jetzt nicht so lang für so ein Plakat. Nein, es würde aber auch nicht hängen bleiben und darüber würdest du mit mir jetzt nicht sprechen, wenn wir das draufgeschrieben hätten. Ja, aber ich spreche darüber ehrlich gesagt nicht, weil das Plakat gelungen ist. Das muss ich gestehen, das muss ich sagen. So, wir haben noch eins. Wir lassen das ganz kurz sagen und dann sehen wir das nächste. Kriminelle jagen nicht Autofahrer. Auch da wieder ganz, ganz nah dran. Fällt dir da allgemein was auf? Ich nehme auch ganz viele Plakate wahr, wo die FDP etwas für Autofahrer macht. Diesen Zusammenhang immer herzustellen mit der AfD, wirklich, glaube ich, habe mich jetzt sehr, sehr klar von dieser Partei distanziert. Das ist klar, du hast dich von der Partei distanziert. Ja. Die Sprache, die Methodik ist aber sehr, sehr nah dran. Das sehe ich gar nicht so. Das siehst du nicht so. Nein. Okay, gut. Ich sage es mal so. Ganz ehrlich, Margot, ich glaube nicht, dass die AfD auf ein Plakat schreiben würde, Berlin ist für alle da. Und dass Berlin für alle da ist, machen wir auch sehr, sehr deutlich in unserer Arbeit, in unserem Wahlprogramm. Das würde die AfD niemals raufschreiben und deswegen gibt es von mir auch die ganz klare Distanzierung zu dieser Partei. Und deswegen will ich auch nicht, ich glaube, das nehmen die Leute auch wahr, ich hoffe es zumindest, aber eine Gleichsetzung zwischen CDU und AfD wird es nicht geben und die will ich auch nicht. Ich wollte auch keine Gleichsetzung betreiben, aber ich wollte doch dann sehr überschneidende Parallelen, zumindest in der Außenkommunikation, aufzeigen. 2021 war die Sprache sehr, sehr offen, sehr zugewandt, freundlich, verbindend, verständig. Da hattet ihr, ich will Berlin besser machen, ich will zuhören und anpacken, ich will Mietern helfen. Mhm. Dieses, ich gehe auf euch zu. 23 heißt es, meine Politik muss nicht allen gefallen. Zum Beispiel, aber für alle natürlich passend, ganz Berlin braucht die Polizei, niemand diesen Senat. Das ist eine ganz, ganz andere, das ist eine aggressive Sprache auf einmal, die er da verwendet und sehr polemisch auch mit Basta-Politik, sage ich mal obendrein. Das ist,
Das ist schwierig, ehrlich gesagt, weil wenn ich denke, so, ihr kämet dann so mit diesen Sprüchen und dieser Außendarstellung an die Macht und betreibt das, was dort steht, dann würde ich mich nicht wohlfühlen in dieser Stadt, muss ich gestehen. Na, also was? Und farblich kommt es noch dazu, du möchtest zwar ganz klar unter euch sagen, dass ihr euch von der AfD distanziert. Ist vielleicht auch nicht aufgefallen, aber ihr habt euch für den Wahlkampf dieses Jahr die Farbe Blau ausgesucht. Nein, Türkis. Können wir noch mal ganz gut... Schau mal, blau sind deine Karten, wenn ich das sehe. Das ist blau. Ja, das ist ein Blau. Ja, wobei, das ist ja eher Marin. Und so, aber das ist, Das ist ein Türkis? Das ist ein Türkis? Ja. Sind wir jetzt hier im Bereich der alternativen Fakten angelangt? Nein. Liebe ZuschauerInnen da draußen, bitte schreibt doch mal drunter in die Kommentare, ist das ein Blau oder ein Türkis, eurer Meinung nach? Einmal drunter posten reicht. Wenn ich zum Beispiel den Schal dort sehe, das ist ein türkiser Schal und kein blauer. Ja, das hat mich auch schon sehr verwundert, diese Schals, die plötzlich... Das ist eigentlich gar nicht so eure Farbe. Auch Türkis ist nicht unbedingt die CDU-Farbe gewesen. Türkis war auch schon ein Element im 21er-Wahlkampf. Hast du gerade auf den Bildern dort gehabt. Die CDU Nordrhein-Westfalen hat viel mit Türkis gearbeitet. Das machen wir in vielen Landesverbänden mittlerweile. Ich gehe nochmal ganz kurz nochmal auf die Fläche von Berlin ein. Also wahrhaftig, wir haben festgestellt, Autos nehmen sehr, sehr viel Platz weg. Platz ein, besser gesagt. Wir hatten das, wo habe ich die Zahl hier nochmal aufgeschrieben, genau, knapp 150 Quadratkilometer Fläche nehmen Autos ein, von 90 Quadratmeter, also ein Sechstel insgesamt. Das ist ordentlich. Wahrhaftig haben alle Grünanlagen die Hälfte mit 65 Quadratkilometer. Das so als Vergleich. Und jetzt zeige ich dir mal ganz kurz unser Radwegenetz in Berlin. Das Rote sind offizielle benutzungspflichtige Radwege. Mhm. Schön, dass da ein Plakat kommt, Berlin ist für alle da, auch für Autofahrer. Das Weiße da übrigens sind Straßen für Autos. Ja, und ja. Ich finde auch die Bilanz von 6 Jahren grüner Verkehrspolitik ist, was sichere Fahrradwege angeht, alles andere als gut. Ja, ich hatte noch ein Bild gehabt, wie es dann davor aussah. Die Auflösung war einfach selten beschissen, muss man mal sagen. Und auch das Ergebnis, das ist ja schon, das nähert sich, also an einigen Stellen, sag ich mal so, die Sachen sind weitestgehend schon mal miteinander halbwegs verbunden. Das war vorher, bei dem anderen, was der vorhatte, überhaupt nicht der Fall. Ich verstehe zum Beispiel nicht, warum wir seit Jahren so schlimme Verkehrsunfälle an Kreuzungsbereichen haben. Verstehe ich auch nicht. Obwohl man doch wunderbar Vorschaltampeln schalten könnte, Fahrradfahrer schneller durchlassen könnte. Abbiegeassistenten. Verstehe ich nicht. Abbiegeassistenten zum Beispiel. So, und wir bräuchten viel mehr Fahrradhighways, gibt es ja auch, ist einer geplant aus Brandenburg heraus, Richtung Berliner Richtung Steglitz-Zehlendorf, glaube ich, ist das. Der wird einfach nicht weitergebaut, weitergeleitet und da wird so viel versäumt. Stattdessen macht man irgendwelche Radwege, wo ich sage und viele Anwohnerinnen und Anwohner auch, die sind völlig sinnlos, weil da brauchen wir es gar nicht. Wir müssen da schauen und deswegen muss man sich das immer punktuell angucken, wo ist es notwendig, wo kriegst du einen sicheren Fahrradweg auch hin und wie kriegst du die Kreuzungsbereiche sicherer. Und da ist so viel zu tun und da haben in den letzten 6 Jahren die grünen Verkehrssenatoren nicht so viel gemacht, wie ich finde. Das Spannende an Verkehrspolitik oder am Verkehr ins Allgemeine ist ja, dort, wo du eine Möglichkeit schaffst, steigt der Verkehr entsprechend an. Und das Paradebeispiel sind Autobahnen. Da hat man früher jahrelang immer Autobahnen ausgebaut, breiter gemacht, weil ein Stau war. Mhm. Und das lief 1, 2 Jahre, 4, 5, 6, 12 Jahre lief das gut und auf einmal war wieder ein Stau da, weil eine breitere Straße auch für mehr Verkehr einfach sorgt, weil die Leute weiterkommen können und diese Straße häufiger nutzen. Mhm. Das heißt, wir fördern damit den Verkehr. Mhm. Das ist an sich ein Prinzip, das gilt ja für alle Maßnahmen, für Straße, für Schiene, für Radwege und Co. Warum nicht konzentriert darauf setzen, okay, wir breitern jetzt einfach mal die Radwege beispielsweise aus und machen damit klar, dahin sollt ihr und die meisten können ja wirklich umsteigen. Nicht alle natürlich definitiv, aber warum das nicht so? Weil ich nicht will, dass die Leute umsteigen müssen, sondern wir brauchen Angebote, wo die Menschen freiwillig umsteigen. So, deswegen bin ich ja für sichere Kreuzungsbereiche, übrigens Sharing. Du machst es ja attraktiver dadurch. Carsharing war ich war jetzt erst vor kurzem bei Miles und bei anderen Anbietern. Da gibt es in Hamburg, in anderen Städten viel bessere Modelle, wo die wirklich gut gefördert werden. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum man das auch in Berlin nicht macht. Damit könnten wir viel besser die Außenbezirke noch erreichen. Da wird so viel versäumt. Und alle reden hier von Verkehrswende, alle sollen umsteigen. Aber wie sollen denn die Leute in den Außenbezirken auf Schiene umsteigen, wenn es noch nicht mal eine Schiene dort gibt? So, und das ist ja das Kernproblem. Und deswegen Angebote schaffen, nicht so sehr über Verbote immer reden, sondern Angebote schaffen. Übrigens, eine Autobahn hast also du recht gesagt. Radweg ist ja kein Verbot. Nein, aber das meinen wir ja auch mit dem, nein, das war jetzt nochmal mit diesem Autofahrerplakat. Wenn ich alles versuche, die Innenstadt autofrei zu machen, geht es ja nur über Verbote. Das wollen die Leute ja nicht. Das will ja keiner.
Na, Frau Jarasch sagt schon sehr deutlich, sie möchte eigentlich im inneren S-Bahn-Ring keine Autos mehr haben. Nee, das hat sie so nicht gesagt. Aber die Richtung. Jetzt musst du auch. Richtung schon. Sie möchte den Autoverkehr in der Innenstadt reduzieren. Jetzt musst du sehr aber auch deutlich genau reduzieren. Ja, sie sehr deutlich 50% der Parkplätze abschaffen. Ich habe sie letztens gefragt, was das für mich heißt. Ob ich nur noch mit dem Auto fahren darf, wenn ich es nicht mehr parken kann, ist es nicht besser fürs Klima? Aber ganz kurz, zwischen sehr deutlich reduzieren und abschaffen ist ja auch nochmal ein großer Unterschied. Ja, okay, ja. Aber sie hat das Ziel ist schon eine autofreie Innenstadt. Dass sie das nicht sofort hinkriegen, wissen sie auch, aber das ist schon das Ziel. So, und ich möchte gerne... Also da, bei Autos reden wir von privatem Pkw, natürlich nicht von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdiensten und so weiter und so fort, davon reden wir nicht. Und wir reden auch nicht von den entsprechenden Dienstfahrzeugen, wenn der Maler, die Malerin mit ihrer Leiter, mit ihren schweren Farbtöpfen da durch die Gegend karren, das ist natürlich weiterhin immer noch mit drin. Also wir reden wirklich noch von privaten Pkw. Und das müssen wir, ich habe ja gerade gesagt, 95% der Autos stehen. Jetzt in diesem Augenblick 95% der Autos in Berlin stehen gerade aktuell. Nur 5 sind unterwegs und überraschend viele Strecken übrigens unter 5 Kilometer in Berlin. Auch das ist nochmal so ein Ding. Und vieles davon, der Weg zum Bäcker, das kann man auch ohne Auto erledigen. Ja, in Berlin geht man auch gerne mal um 21.20 Uhr zum Bäcker einkaufen. Wir machen ein nächstes Spiel. Du bekommst diese Karte hier von mir, das sind alle Bundesministerien. Du bekommst einen Stift von mir, darfst da abhaken entsprechend, weil du darfst jetzt unser Schattenkabinett belegen. Und zwar mit folgenden Kandidaten, die sich alle beworben haben. Als allererstes haben wir da Rita Süssmuth. Da soll ich jetzt sagen, für welches? Welches Ministerium darf die jetzt bei uns machen? Ja. Also du hast die Möglichkeit, einmal zu sagen, erhielt bei einer demokratischen Mehrheit nicht, bei einer demokratischen Abstimmung nicht die erforderliche Mehrheit, dann darfst du sie streichen. Das würde ich bei Rita Süssmuth auf gar keinen Fall tun. Und darum hoppelt sie. Deswegen würde ich tatsächlich bei ihr das Thema, Familie, Senioren, Frauen und Jugend würde ich bei ihr nehmen. Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Den nächsten Kandidaten bitte. Der hat gerade wieder Zeit. Finanzen würde ich es nicht vorschlagen. Nee, hast du recht. Könnte schwierig sein. Ja. Sport sehe ich nicht, deswegen auch. Ist auch vorbei. Gut, er hat Erfahrung. Wir nehmen Justiz. Okay, dann diese Dame bitte. Die hat gerade wieder Zeit. Ja. Ist gerade wieder. Ja. Es muss ja paritätisch besetzt werden, nicht? Ja. Das ist ja klar. Haben wir hier irgendwie Tourismusbeauftragte? Das Bundesministerium für Tourismus. Das wäre doch ganz spannend. Diese das gibt es so nicht. Du kennst dich mit dem Bundesministerium nicht so aus, ne? Mit den neuen. Wir haben einen Tourismusbeauftragten im BMW, also im Wirtschaftsministerium. Ja. Also Wirtschaftsministerium. Also ich würde mal, bei ihr würde ich tatsächlich den Joker nehmen, weil ich glaube... Ach echt, jetzt? Ja, sie braucht noch ein bisschen Zeit, runterzukommen. Sei vorsichtig. Sie hat ja auch sehr gelitten. Vertrauen ihrer Partei wurde ihr entzogen, nicht mehr der Hubschrauber. Wenn du jetzt nicht vorsichtig bist, werden wir sehr leiden. Das kann ich dir schon mal verraten. Da kommen noch ein paar schöne Namen. Also ich möchte jetzt wirklich mehr Hilfestellung, kann ich dir nicht geben. Okay, habe ich verstanden. Ja. Habe ich verstanden. Aber bei Verteidigung hat es ja genug Schaden angerichtet. Naja, sie hat es nicht schlechter gemacht als die Vorgänger. Innen. Doch. Auch wenn ich vielleicht davor nicht. Doch. Nein. Die VorgängerInnen hatten keinen Krieg zu managen. Das muss man einfach mal sagen. Darf man das sagen, Krieg? Ist das. Oh, nee, doch, hier darf man. Hier darf man das nennen. Ja. Dann machen wir. Ist echt schwer. Ja. Nehmen deinen Hinweis an, Ernährung und Landwirtschaft nehmen wir sie. Ernährung und Landwirtschaft, wunderbar. Komm, der nächste Kandidat, kennst du, Jens Spahn. Jens, ja. Der wollte eigentlich in Berlin an, der wollte deinen Job haben, der wollte regierender Bürgermeister von Berlin werden. Kann sein. Wie habt ihr euch da geeinigt und wie ging es ihm nach der Schlägerei? Wir haben uns sehr schnell geeinigt, hat ja 24 Stunden gedauert, dann war das okay. Und wir haben gestern das letzte Mal telefoniert und... Er freut sich sehr über die aktuelle Umfragesituation und wünscht mir ganz viel Erfolg. Und wenn er helfen kann, ist er gern dabei. War das so ein Anruf, so wie der Söder den Laschet angerufen hat? Oder war das, wenn ich dir helfen kann, bin ich gern dabei? Nein, ich glaube, das war schon nett gemeint. Ist alles gut. Okay, welches Ministerium macht er? Auch da möchte ich... Gesundheit hat er schon mal geübt. Nee, nein. Nein.
Das ist schön, dass wir da eigentlich auch einig sind. Wirklich, ja. Ja, Finanzen auch. Ich würde dem wirklich, ich würde tatsächlich sagen, bei dem, wir machen mal Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. Finde ich ganz spannend bei ihm. Doch. Die Begeisterung im Publikum doch hält sich in Grenzen an dieser Stelle. Wir kommen zur nächsten Kandidatin. So. Ja. Also, was schlägst du vor? Greta Thunberg, oder? Für dein Kabinett? Nö. Wieso? Wie alt muss man sein, um Minister zu werden, Ministerin zu sein? Man muss die Wählbarkeit haben, aber... Das ist sie. Kriegen wir hin. Und dann mal in der Wirklichkeit an. Das haben wir schon. Na? Du musst ein bisschen schneller sein bei sowas. Ich muss ein bisschen schneller sein, denn ja, ich bin die 13. Bildung und Forschung. Bildung und Forschung, ja, das ist doch mal was. So, dann. Was im Forschungsbereich. Der Kandidat hier, den kennst du. Den kenne ich, ja. Sebastian Schaja von der FDP. Du, ich weiß, dass der wollte ja nach der letzten Wahl unbedingt Wirtschaftsminister werden, jetzt will er Verkehrsminister werden und ich glaube, der kann es auf jeden Fall besser als die amtierende Verkehrssenatorin, deswegen gebe ich ihm Digitales und Verkehr. Er möchte Wirtschaft, aber auch Verkehr, jetzt kriegt er Digitales und Verkehr. Also er kann offensichtlich alles, das ist ja in der FDP, die können ja echt immer alles, das ist ja, läuft auch super. Dann diese Dame hier. Ja, ganz ehrlich, Arbeit ja und Soziales würde ich dir geben. Ach doch, die kommt ja mit rein bei dir, ja? Ja, na klar. Okay, wo hast du eine Arbeit und Soziales? Ah, dann Nummer 6 ist das, alles klar. So, dann haben wir diesen Menschen hier. Das ist Armin Laschet. Nee, Boris Pistorius. Sehr wirkt das eineiige Zwillinge, oder? Das ist so was. Der lacht nicht so, ne? Nö. Also ganz ehrlich, der ist so kurz im Amt, deswegen kann ich mir da noch gar kein Urteil erlauben. Deswegen würde ich soll ihn auch weitermachen? Der soll das erstmal weitermachen, um dann zu beurteilen, ob er es gut macht oder okay nicht. Deswegen nehmen wir Verteidigung. Alles klar. Dann was Frisches im Kabinett, pünktlich zum 50-jährigen Tiffy. Ja. Nein, Tiffy nehmen wir für Finanzen. Das ist doch super. Da gucken wir, was da geht. Ja, gucken wir, was da. Ja, also ich sag mal, ich vertraue Tiffy deutlich mehr als Boris Becker. Insofern, dann haben wir diesen Herrn hier, Erfolgsautor, Prinz Harry. Ja, wobei der ja ein paar Klimaprojekte durchaus gemacht hat. Ich würde dem fast. Ja? Nee, weiß ich gar nicht. Familie ist bei ihm, glaube ich, auch schwer. Da überwirft er sich ganz gerne. Ne? Aber wir nehmen mal wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Er ist ja schon in den USA und hat da praktisch eine Art Franchise-Unternehmen des Königshauses aufgebaut. Das passt dann schon. Dann haben wir hier Alice Schwarzer. Nee, ach Mensch, komm, Königin Grimhilde, Entschuldigung, Schneewittchen, Entschuldigung. Aber ist wirklich eine Ähnlichkeit. So, also, bitteschön. Oh, das ist jetzt schwer. Ja. Ernährung zum Beispiel, Gesundheit. Du, Ernährung welche haben wir ja. Huh? Ja. Oder Außenministerium. Würdest du ihr Gesundheit zutrauen? Also wir haben schlimmere Besetzungen aktuell. Also es ist von daher, ja. Wird langsam eng, aber ich nehme ja Gesundheit bei ihr. Gesundheit, du nimmst ja Gesundheit bei ihr. Dann kommen wir zu dieser Dame hier. Jetzt Alice Schwarzer. Frische 80. Schade, Jugend und Sport ist schon weg. Das dann nehmen wir das Außenministerium. Alles klar. Ob das Feminismus noch ist bei ihr aktuell, weiß ich nicht. Aber gut, wir kommen zu diesem Herrn hier, Uli Zelle. Der ist ja großartig. Es gibt nichts in Berlin, was ohne Uli Zelle auskommt. Man muss das den ZuschauerInnen da draußen außerhalb Berlins erklären. Das ist so praktisch unser Chefreporter in Berlin. Der ist überall vor Ort. Wenn irgendwo in Rudow irgendwie ein Rohr platzt, Uli Zelle steht daneben. Ja? Der ist so ein bisschen die Antonia Rados von Berlin, wenn man das so sieht. Irgendein Krisenherd und Uli Zelle ist da. So. Ja, du hast recht. Ja, die größten ich hab immer Krisen recht. Sind ja, die größten Krisen haben wir ja zurzeit tatsächlich im Bereich von Wohnen. Deswegen mache ich mal Wohnen bei Uli Zelle. Wohnen bei Uli Zelle, ich finde Wohnen. Ah, er ist übrigens auch ein Spandauer. Ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Ja, das weiß ich. Ja, ja, gut. Ja, ja. Und dann haben wir Tessa Ganserer. Na komm, die packen wir mal bei Klima und Wirtschaft. Bei Klima und Wirtschaft, weil es eine Grüne ist? Oder.
Das machen wir mal so. Das machen wir mal so, alles ja. Klar. Dann haben wir diesen jungen Herrn hier, hat zwar gestern gerade einen Job bekommen, aber ist noch offen. Ich bin dir so dankbar für deinen Joker. Ja. Mal sehen, ob du das bist, wenn du die nächste noch kennenlernst. Du möchtest jetzt den Joker absolut nehmen, ja? Alles klar. Okay, wenn der Joker mal für dich nicht zu früh gekommen ist, hier kommt Franziska Giffey. Ja. Tja. Weiß ich. Ja. Also, ist ja jetzt zu früh, ne? Wann wird das besetzt alles? Jetzt. Weil ich glaube, die jetzige Innenministerin möchte sich ja nach Hessen verabschieden. Das könnte natürlich sein, dass dann Herr Scholz wegen Quoten und so da auf Innenministerium setzen müsste. Ach, dann geht sie auf Bundesebene. Aber ja, da kommt sie her. Und zwar, ja, ich war, die war, die kommt. Aber die hat ja die ganze Legislatur nicht geschafft dort. Nee, hat sie nicht. Bei der aktuellen in Berlin müssen wir auch noch mal gucken, wie das weitergeht. Also ist so. Also nicht, dass das in ihrer Vita nachher drin steht immer. Die meisten abgebrochenen Legislaturperioden. Das wäre ja auch irgendwie nicht schön. Das möchte man aber auch nicht. Ja, pass auf, du denn, das ist ein totales Argument. Dann geben wir ihr dieses Jahr im Innenministerium. Dann kann sie wenigstens die 4 Jahre voll machen. Das Jahr im Innenministerium. Ich habe es gehört. Alles klar. Dann haben wir hier diesen jungen Herrn hier. Ja. Tja, dann muss ich den Bundestranzler nehmen. Hm? Ah, du nimmst den Bundestranzler. Alles klar, okay. Und dann kommt diese junge Dame noch. Du, dann möchte du bist ich der Erste, der es falsch gemacht hat. Du, alle anderen haben es falsch gemacht. Ich möchte tauschen. Jetzt ist zu spät. Ich möchte Transler. Jetzt ist zu spät. Ich möchte die besonderen Aufgaben. Ja, das ist jetzt zu spät. Das ist verteilt, ist verteilt. Ihr Lieben, falls euch das gefällt, irgendwie, was ihr hier so machen, könnt ihr gerne Online-Tickets natürlich nochmal kaufen unter bka-theater.de oder auch paypal.me/bka-theater in einem Wort. Wir würden uns freuen, wenn ihr da ein paar Euronen für uns hinterlasst. Lieber Kai, ja? Ja, wollte ich auch gerade vorschlagen, damit wir jetzt ein kleines Päuschen machen. Wir kriegen nach der Pause ein kleines Video noch präsentiert. Wir waren nämlich auf der Straße und haben die Leute nach Kai Wegner gefragt. Das ist sehr, sehr spannend und aufregend. Und wir gehen jetzt in eine kurze Pause und sehen uns dann in circa 15 Minuten wieder. Auch online bitte dranbleiben. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ach Mensch, ich habe eine Stehparty gerade gehabt, ja. Ja, der erste Teil war auch sehr, sehr lang, aber ich fand den wahnsinnig informativ, ehrlich gesagt. Ich fand's toll. Also muss ich jetzt mal so... Ne, informativ, auch wenn ich wirklich bei weitem nicht allem zustimme. Wir haben jetzt eine kleine Aufgabe für euch. Ihr habt ja schon gerade gestanden, genau, das geht jetzt mal darum. Alle bitte einmal aufstehen jetzt. Super, sehr schön. Ja, und es dürfen sich auch gleich wieder alle hinsetzen, die, ich sag mal, die 50 überschritten haben. So. Ja. Ja. Nein, das ist Rücksichtnahme. Das ist keine Altersdiskriminierung. So, jetzt dürfen sich alle hinsetzen, die sich nicht queer definieren. Ah ja, ist interessant. Ja, doch. Jetzt. Und wer 50 ist, bleibt natürlich auch sitzen, ne? Ah ja. Okay, nicht queer. Also ihr müsstet parteipolitisch noch gerade absprechen, ob ihr den Begriff verwenden dürft oder was ist da gerade. Das dann, ja, das ist ja auch in Ordnung. Das ist ja ein bisschen raus. Das ist dann, du durftest nicht, ist alles in Ordnung. So, dann dürfen sich jetzt zusätzlich hinsetzen alle Menschen, die sich eher männlich definieren. Ja, ist nicht mehr so viel jetzt übrig. Ja, ich hätte ehrlich gesagt noch mit ein paar phänotypischen männlichen Typen gedacht, die da noch stehen bleiben würden. Aber gut, jetzt dürfen sich alle hinsetzen, die politisch nicht so versiert sind. Ist noch nicht mehr so viel übrig, oder? Ja. Da hinten stehen noch welche. Okay, super. Jetzt dürfen sich alle hinsetzen, die nicht zufällig eine Magnettafel mit ihrem eigenen Gesicht darauf mit dabei haben.
Ach, guck mal, bleibt noch eine Person stehen. Na, was für ein Zufall. Dann komm doch mal ganz kurz zu uns hier auf die Bühne. Hier ist Michelle Stark. Ja. So, komm zu uns. Hallo, Michelle. Du hast dein Bild mit dabei. Du darfst dich gleich schon mal an unserem Koordinatensystem hier verewigen. Wo möchtest du denn? Ungefähr hier so. Bei Sven Lehmann. Und vielleicht schieben wir ihn noch ein bisschen weiter weg. Nee, du kannst ihn jetzt hier nicht einfach so. Nee, pass auf. Dann leg dich auf Sven drauf, er hat das gerne. Und es ist schwierig. Ja, okay, ich packe ihn hier ein bisschen zur Seite, aber okay, jetzt habe ich die Wand, glaube ich, hier halbwegs abgeräumt. Wir lassen das jetzt mal so stehen. Hier bist du so ziemlich queer, ziemlich progressiv, wenig konservativ offensichtlich. Ja, schon. Eher schon. Das mit dem Begriff kannst du auch nicht viel anfangen. Toll, also es ist wirklich, das gibt jetzt gegensätzliche Positionen, da freue ich mich drauf. Michelle, nimm Platz. Was möchtest du trinken? Tee, selbstverständlich. Ach, Gott sei Dank. So, was hättest du gerne für einen Tee? Ich habe Earl Grey, Lady Grey, ich habe Prince of Wales, komm mal meine Seite. Puren Darjeeling, Früchte, an diese Seite bitte, Michelle, an diese Seite. Ich lese dir ja extra vor. Früchtetee, Räubusch-Tee und ich habe leeren Tee, Lufttee, eine Luftnummer. Okay, ich habe das erste schon wieder vergessen. Ich nehme Früchtetee. Du nimmst Früchtetee, natürlich. Ja, ist auch farblich rot, glaube ich. Möchte jetzt nicht dazu politisch äußern, aber nein, alles gut. Wir sagen nichts weiter dazu. Michelle, wo kommst du heute gerade her? Tatsächlich vom Essen gehen. Oh, wo wart ihr essen? Wir waren in einem vietnamesischen Restaurant in der Bergmannstraße. Ah, in der Bergmannstraße natürlich, ja. Alle gehen in der Bergmannstraße essen. Darf ich dir das schon mal so rüberreichen? Ja, danke schön. Dann mache ich mir schnell auch noch fix einen Tee fertig. Ach, heute ist mein Lady Grey. Ich finde, der passt am besten zu mir. Was machst du beruflich? Ich bin Soldatin bei der Bundeswehr. Das geht? Das geht tatsächlich, ja. Hast du ein Tinder-Profil? Nein. Und spätestens nach diversen Vorfällen, nenne ich es mal, hätte ich auch keins mehr, hätte ich mal eins gehabt. Möchten wir kurz über die Vorfälle sprechen, um die es dabei geht, um alle anderen noch mitzunehmen? Das können wir machen. Es ging um ein Tinder-Profil von Frau Oberstleutnant Biefang, die ja verhältnismäßig medial auch sehr präsent ist, weil sie die erste Transfrau und Kommandeurin auch gewesen ist bei uns. Und sie hatte ein Tinder-Profil, auf dem sie sehr offen damit umgegangen ist, dass sie verheiratet ist und eine offene Beziehung führt und da auch all genders welcome sind. Ja. Sie hatte keinerlei Bezug zu ihrem, also auf ihrem Profil hatte sie ja eigentlich keinen direkten Bezug zur Bundeswehr, aber es ist trotzdem am Ende, kam es dazu, dass ein Disziplinarverfahren eingeleitet wurde. Ein Disziplinarverfahren, weil man ein Tinder-Profil hat. Okay, gut. Jetzt verstehe ich, weshalb du sagst, du hast kein Tinder-Profil. Ich bin aber auch verheiratet und führe keine offene Beziehung. Also. Okay, ja, okay, alles klar. Okay, ist in Ordnung. Ja, es ist eine spannende Geschichte auf jeden Fall. Du bist politisch sehr versiert. Was machst du so allgemein? Welche Themen interessieren dich besonders heute Abend? Also heute Abend habe ich zwei Fragen aus dem Bereich Queer-Politik mitgebracht. Ja. Und ansonsten habe ich früher auch relativ viel zum Thema Frauen- und Gleichstellungspolitik allgemein gemacht. Und Ausbildungspolitik war immer noch ein relativ großes Thema. Okay, das wird sehr umfangreich. Du musst dich kurz fassen heute, da ist eine Uhr. Du hast 30 Sekunden Zeit. Wir brauchen erstmal unseren Kandidaten noch mit an der Seite. Der fehlt ja noch, um Gottes Willen. Wir müssen natürlich mit ihm reden, um Gottes Willen. Hier ist noch einmal Kai Wegner. Ach Mensch, super. Darfst gerne schon Platz nehmen, ich bin ja die Gastgeberin. Wir haben dir extra eine frische alte Cola hingestellt. Ist das in Ordnung oder möchtest du noch mal eine neue haben? Das ist total lecker, also gut so. Total lecker, in Ordnung so. Darf ich dir Michelle Stark vorstellen? Die hat jetzt gleich noch ein paar Fragen an dich. Und ich hatte ja in der Pause ein Video versprochen. Wir waren ja draußen auf der Straße gewesen und das Video ist noch defekt. Ich muss kurz nach hinten gehen und das Video reparieren. Nimm ihn nicht zu hart ran. Nein, ich bin lieb. Bis gleich. Ja, hallo erstmal. Hi. Ich habe zwei Fragen mitgebracht, und zwar aus dem Bereich Queerpolitik. Ich habe nämlich tatsächlich Ihren CDU-Plan gelesen. So. Und habe mir dann natürlich auch die Bereiche angeguckt, die so zum Thema Vielfalt der Stadt und so aufgetaucht sind. Und als allererstes, weil wir sind nämlich das gleiche Sternzeichen, gehe ich da immer sehr pragmatisch an die Sache irgendwie ran und habe mal eingegeben bei Google CDU Berlin Queer. Und dann ist mir leider ein Sharepick untergekommen von 2021 aus dem Wahlkampf.
Da wurden die Positionen der CDU Berlin, also 5 Stück waren es an der Zahl, mit 5 Positionen der Grünen verglichen. Und der letzte Punkt ist gewesen, die Grünen sind für sexuelle Vielfalt an Kitas und Schulen. Und das CDU Berlin-Pandor dazu ist gewesen, keine Experimente, keine ideologischen Experimente, also haben wir das Stichwort Experimente wieder, mit Kindern. Das ist zwar relativ schnell danach auch wieder verschwunden und gelöscht worden. Ich glaube, die LSU hat sich davon auch tatsächlich distanziert und wahrscheinlich hat auch so der Vorstand der CDU Berlin irgendwas dazu gesagt. Aber das ist ja trotzdem so ein Gedankengut, das geht ja nicht von heute auf morgen weg, nur weil man dieses Sharepack irgendwie löscht. Und da würde mich tatsächlich mal interessieren, wieso die CDU-Mitgliedschaft generell mit dem Thema irgendwie umgeht und was Sie auch tatsächlich ganz persönlich so vor Ort irgendwie tun, um den Bereich Queer, wie soll man sagen, dass einfach die Menschen irgendwie es mehr tolerieren oder mehr respektieren, akzeptieren. Also einmal, glaube ich, haben wir in unserer Regierungszeit 2011, 16, wo wir mit der SPD ja gemeinsam in Berlin regiert haben, echt in dem Bereich, gerade auch mit Stefan Evers, aber auch von der SPD, mit Kolleginnen und Kollegen dort echt eine Menge vorangebracht, gerade was Schule, Kitas, Bildung angeht. Und ich kann dir sagen, ich glaube, dass wir als Berliner CDU da wirklich, und wir haben ja ein paar Leute auch aus der LSU heute dabei, das will ich mal sagen, ich glaube, wir waren Vorreiter. Die Lesben- und Schwulenunion, wir waren der Landesverband, der die als allererstes anerkannt hat in meiner Zeit als Generalsekretär. Wir haben den Antrag auf dem Bundesparteitag mit unterstützt, dass die LSU auch bundesweit jetzt in der CDU mehr Anerkennung findet. Wir wollten gerne, dass es eine offizielle Vereinigung wird, so wie Junge Union, Frauenunion und vieles mehr. Das haben wir noch nicht geschafft. Wir sind ein Arbeitskreis, aber ich habe damals schon gesagt, auch dem Bundesvorsitzenden der LSU, aber auch meinem Landesverband der LSU, da haben wir noch was vor uns. Das wollen wir noch erreichen, dass die LSU auch innerhalb der CDU Deutschlands voll anerkannt wird, wie jede andere Vereinigung auch. Und was mache ich ganz persönlich? Ich stärke, glaube ich, die LSU, das können die, glaube ich, ja alle bestätigen, dass ich das sehr gerne mache. Ich bin mega gerne unterwegs bei Events, ob nun beim Straßenfest, beim CSD, um auch Flagge zu zeigen, um deutlich zu machen, wir als Berliner CDU wollen genau dieses bunte, vielfältige Berlin. Und deswegen bin ich da viel vor Ort, höre mir das an. Und es gibt so ein paar Punkte, die wir in Berlin machen müssen. Das eine Thema habe ich mit Margot schon besprochen, das ganze Thema Sicherheit. Ja? Gewaltvorfälle gegen Homo- und Trans-Menschen. Und das andere, was wir, glaube ich, noch weitermachen müssen, ist eine bundespolitische Initiative. Aber ich glaube, der Artikel 3 im Grundgesetz muss geändert werden. So schnell wie möglich. Und da weiß ich, dass viele in der CDU das anders sehen, bundesweit. Aber wir als Landesverband sind da absolut Vorreiter und gehen diesen Weg. Und werden auch die anderen Kollegen in der CDU in anderen Bundesländern noch überzeugen, dass wir das brauchen. Dann habe ich da tatsächlich noch eine Nachfrage, weil Sie jetzt eben auch den Punkt angebracht haben mit mehr Sicherheit und so. Und ja, ich kenne die Statistik zu zunehmender Hasskriminalität natürlich auch. Eine der besten Möglichkeiten ist natürlich immer noch präventiv auch in der Bildungspolitik irgendwie vorzugehen. Und dazu haben Sie ja tatsächlich auch einen Abschnitt im CDU-Plan. Da wollen Sie sexuelle Vielfalt, nee, Sie wollen Homosexualität und Diversität, jetzt, ich habe mir die Begriffe noch gemerkt, ganzheitlich integrativ, interdisziplinär, das kannte ich tatsächlich vorher eigentlich nur aus meinem Studium, deswegen, und altersgerecht unterbringen. Deswegen, was genau bedeutet das? Wie würde es mit Ihnen als regierender Bürgermeister dann tatsächlich irgendwie ganz konkret aussehen? Also was können Leute, die jetzt noch nicht so viel von dem Thema irgendwie gehört haben, sich gerade unter diesen 3 Schlagworten in der Umsetzung von Bildungspolitik irgendwie vorstellen? Ich glaube, das ist genau das Gleiche wie in dem anderen Bereich, was ich vorhin gesagt habe. Wir brauchen auf der einen Seite eine Polizei vor Ort. Wir haben so viele Vorfälle von Hassgewalt, zum Beispiel im Regenbogenkiez am Neuendorfplatz. Und ich finde den Vorschlag gut, der aus Tempelhof-Schöneberg ja auch kommt von meiner Partei, dass man hier zum Beispiel mal auch eine Wache hinstellt. Ja? Ich würde das einfach gut finden, um eine Polizeipräsenz auch zu haben. Das ist aber das eine. Das andere ist die präventive Arbeit, die du angesprochen hast. Und ich glaube schon, dass es da wichtig ist, dass wir in die Kitas, in die Schulen reingehen und auch deutlich machen, dass es ja das bunt, dass die Menschen bunt, vielfältig leben und dass sie selbst entscheiden sollen, wie sie leben. Ich finde immer, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden. Punkt, Ende aus. So, und ich glaube schon, dass es da wichtig ist, auch in Kitas, auch in Schulen deutlich zu machen, dass es Menschen gibt, die anders lieben als andere. So, dass es ganz normal ist. Und hier reinzugehen und dass Gewalt gegen Menschen völlig wurscht, wen sie lieben,
niemals tolerabel ist. Und das schon in Kitas und Schulen im Präventionsbereich den Kindern mit auf den Weg zu geben, ist, glaube ich, notwendig. Und das wollen wir auch machen. Okay, und der Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben, fällt unter was genau? Ganzheitlich integrativ oder interdisziplinär oder altersgerecht? Wir haben eben von Schulen gesprochen, dann kann man auch altersgerecht sagen, das sind ja dann Kinder und Jugendliche. So, aber weißt du, ganz ehrlich, mir ist das relativ egal. Entscheidend ist am Ende immer für mich das Ergebnis. Da sind wir wieder gleiches Sternzeichen, pragmatisch. Am Ende des Tages ist für mich wichtig, dass Kinder sagen, es ist völlig wurscht, wer wen liebt. Entscheidend ist, dass überhaupt Liebe da ist und keine Gewalt. Und wenn wir das in unserer Stadt hinkriegen, bei den kleinsten anfangen, bei den größeren Kindern weitermachen, aber auch auf der Erwachsenenebene, da haben wir nämlich auch eine ganze Menge Nachholbedarf. Wenn wir das hinkriegen, dann sind wir bei dem bunten, vielfältigen Berlin angekommen, was ich mir wünsche. Ich habe das natürlich ein bisschen mitgehört, rein zufällig im Hintergrund. Wer hätte das gedacht? Haben wir, oh ja, wir haben, du darfst deine Tasse bis hier oben hinstellen. Ach so. Natürlich hinter den Phrasomat, den wir gerade auf Null gesetzt haben in der Pause, damit wir wieder bei Null anfangen können, weil wir kennen ja wir das Gespräch mit den PolitikerInnen sehr, sehr gerne. In der Regel brauchen wir ihn sehr oft. Wir haben das Sharepick, was du erwähnt hast, auch gefunden natürlich, denn was einmal ins Internet gekommen ist, das ist auch nicht so schnell wieder zu löschen. Svenny, das haben wir da. Das war das, was wir dir ganz kurz gezeigt haben. Ach, habt ihr schon gesehen, ja? Habt ihr schon gesehen, alles klar. Ich fand das wirklich, du hast zwar wahnsinnig viel geantwortet jetzt gerade dazu, aber es geht ja wirklich um dieses sexuelle Vielfalt in Kitas und Schulen. Nein, Daumen nach unten. Schwierig, ganz ehrlich gesagt, gerade wenn man das sagt, was du eigentlich machen möchtest, weil das heißt eigentlich Daumen nach oben. Und das andere, keine ideologischen Experimente mit Kindern, auch das hattest du ja natürlich schon erwähnt. Welche Experimente seht ihr denn da eigentlich, die gemacht werden? Nein, aber das haben wir ja gerade auch tatsächlich besprochen. Das war ja auch eine breite Diskussion, die wir bei uns in der Partei geführt haben, auch und gerade von der LSU. Und ich glaube, das Thema haben wir so abgeräumt, dass es jetzt auch wirklich zu diesem bunten, vielfältigen Berlin passt. Und das war auch gut so. Und deswegen ist es auch gut, dass wir diese starke Stimme auch der LSU in unserer Partei haben, die dann oftmals auch auf Punkte hinweist, wo die Leute sagen, hey, da trefft ihr aber nicht ganz die Lebenswirklichkeit. Und deswegen fördere ich euch ja auch und brauche euch auch an meiner Seite, um das genau zu ändern. Du hattest noch eine zweite Frage oder du hast ganz viele Themen noch gehabt, ne? Aber noch eine zweite Frage? Das war ja meine zweite Frage. Das war die zweite Frage tatsächlich, die mit der Bildungspolitik anschließend noch. Okay. Aber ich habe auch noch viele mehr Fragen. Ja, ich weiß, ich habe auch noch ganz viele Fragen. Da müssen wir uns natürlich auch so ein bisschen einigen. An Berliner Schulen soll demnächst das Gendern vermieden werden. Was jetzt einerseits ein bisschen so klingt, ach hurra, Mensch, hurra, war schon immer gegen das Gendern, heißt jetzt nichts anderes als eigentlich, es soll ab sofort nicht mehr heißen, er hat seine Hausaufgaben nicht gemacht, sondern, nicht persönlich nehmen, Kai hat die Hausaufgaben nicht gemacht. Was sagst du dazu? Ich möchte, dass die Kinder in unseren Schulen lernen, mit unserer Sprache umzugehen und sie auch deutlich zu sprechen. Und ich finde so eine Kunstsprache wie das Gendern, ich bezeichne das wirklich so, ich sag doch hier, ich finde, jeder kann und soll auch, ich habe ja gesagt, jeder soll nach seiner Fasson glücklich werden, lieben und leben, wie er will. Und jeder kann auch sprechen, wie er will. Aber was ich nicht in Ordnung finde, ist, wenn Kinder an den Schulen Punktabzug oder an den Universitäten Punktabzug bekommen, weil sie nicht gendern. Das gibt es ja nicht. Na doch, ich hatte jetzt erst letztens eine Schulklasse, Kinder aus einem Gymnasium, wo ein junger Mann, ich schätze 15, 16, mir sagte, das ist unmöglich, wenn man hier Punktabzüge bekommt oder schlechter gestellt wird, wenn man in einer Arbeit nicht gendert. Das geht nicht. Also das geht aufgrund des Lehrplans schon gar nicht, dass das da Abzug geben kann. Ja, aber die Diskussion hatten wir auch an den Universitäten in Berlin auch. Auch das? Da muss man auch mal ehrlich sein, es gab die Möglichkeit wurde bereitgestellt, dass einige in den entsprechenden Bereichen, der Fachbereichen der Universitäten, die Möglichkeit bereitgestellt wurde, gemerkt, dass man gegebenenfalls einen Punkt abziehen kann. Von dieser Möglichkeit wurde nirgendwo Gebrauch gemacht. Also schildern mir Schüler anders. Das wurde auch wieder zurückgezogen. Also das ist, da müssen wir mal rein. Schüler anders, auch Studierende schildern mir das anders und von daher muss man sich das genau angucken. Und das Zweite ist, was ist denn Gendern eigentlich? Na, ich glaube tatsächlich, wir... Also ganz kurz, die CDU hat einen ganz berühmten gegenderten Begriff, nämlich Bundeskanzlerin. Na, großartig, oder? Ja, da ist der Begriff gegendert worden, für die Frau. Und das ist der Punkt, das ist Gendern. Gendern ist ja nichts weiter als ein Begriff, auf das jeweilige Geschlecht anzupassen. Ich glaube das nicht. Ich finde es auch ganz normal und du wirst es ja jetzt auch die meiste Zeit gehört haben, dass ich von Berlinerinnen und Berlinern, Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer spreche. Nee, Autofahrern. Aber Fahrradfahrer... ja?
Sorry, Mieter. Aber ganz ehrlich, Autofahrende finde ich einen ziemlich unpersönlichen Begriff. Autofahrerinnen und Autofahrer, da kann ich mir was vorstellen. Autofahrende, Fahrradfahrende. Ich glaube, da kommen viele mit dieser Sprache nicht mit. Nochmal, jeder soll sprechen, wie er will, aber er soll mir auch erlauben, wie ich spreche. Ich bin sehr tolerant und diese Toleranz ist ja manchmal von anderen auch übrigens. Der Punkt ist ja, niemand wird das Gendern aufgedrückt, aber interessanterweise kommt gerade aus den konservativen Kreisen kommt gerade der Aufzwang, das Gendern zu unterlassen. Also das finde ich schwierig. Nein, ich habe dir gerade gesagt, wie ich das sehe. Jeder soll sprechen, wie er möchte. Aber wenn ich mir die Verwaltungssprache auch und gerade bei der Polizei anschaue, jetzt eine neue Sprachfibel, das sind schon Sachen, wo eine Sprache aufgedrückt wird. Und das ist der falsche Weg. Aber nicht die Privatpersonen. Nicht die Privatpersonen. Das sind aber auch Menschen. Ja, natürlich sind das auch Menschen, aber in jedem Unternehmen muss ich ja auch beispielsweise immer die Unternehmensphilosophie mitverteidigen und mitvertreten. Ich kann mich nicht bei IKEA hinstellen und anfangen, wie heißen die nochmal dort, die Gäste, die da im... Die Kunden? Die Kunden, das war das, genau, danke sehr. Entschuldigung. Kundinnen. Kundinnen, anfangen sie zu sitzen, weil IKEA sagt, bei uns wird geduzt. Wenn das nicht zu mir passt, dann muss ich sagen, dann kann ich da nicht arbeiten an der Stelle. Das Unternehmen hat gesagt, wir duzen sie alle konsequent. So, und jetzt hat natürlich der Staat eine etwas größere Aufgabe, da kann man nicht so ohne weiteres sagen, da ziehe ich mich raus. Der Staat hat die Aufgabe, alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen anzusprechen. Und ganz ehrlich, bei Autofahrer, es fühlen sich genügend Frauen und auch Menschen anderen Geschlechts nicht angesprochen, die nicht männlich sind. Aber ich, weißt du, das Problem ist ja immer, wenn man so eine Kampagne startet, wie viel Platz hast du für eine Botschaft? Und ich glaube, um eine Botschaft rüberzubringen, muss es kurz und prägnant sein. Es ist kurz und prägnant, dass ihr Männer ansprecht. Nein, ganz ehrlich, das wollen wir nicht. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass sich alle Frauen nicht angesprochen fühlen. Also meine Frau fühlt sich dadurch angesprochen. Ich kenne genug Frauen, die sich auch angesprochen fühlen. Und ich will auch alle Autofahrerinnen und Autofahrer ansprechen. Aber wenn ich beides dahin schreibe, wird es ganz schön voll. Oder könnte es eventuell schwierig sein, dass wenn ihr das schreibt, lieber für eine Stadt für Autofahrer und Autofahrerinnen, dass dann die Ersten sagen, was soll das denn jetzt auf einmal? Und dann lieber von der CDU abspringen und woanders hingehen. Nein, das ist ja Quatsch. Also ich finde es Quatsch, gar keine Frage. Aber 50, ich kann dir sagen, ich habe 50% Frauen in meinem Landesvorstand. Das war mir wichtig. Und da hat keiner die Frage gestellt, die du jetzt gerade gestellt hast, sondern die fühlen sich selbstbewusst und nehmen das mit und sagen auch, das ist der richtige Weg einer Kampagne. Also ja, das ist jetzt das Bild der CDU, was sie dann selber von sich auch ausgibt und auch prägt. Also die Frage ist ja bei den Schulzeugnissen, da kamen wir ja ursprünglich her, da soll es ja heißen, dass demnächst der Name dort steht und dann sagt, hat die Hausaufgaben nicht gemacht oder hat sich so und so verhalten, was auch immer. Das ist ja ein grammatikalisch korrekter Satz. Das Geschlecht ist aber nicht festgelegt. Die Frage ist ja, warum sollte denn eine Schule aufgrund des Namens der Person ein Geschlecht aufdrücken, was eventuell gar nicht zutrifft? Also es gibt ja auch Namen wie zum Beispiel Andrea oder Mika, Luca, Toni, Fox, Charlie, Lou, Jona. Das sind Namen, die sind geschlechtlich nicht eindeutig zugeordnet. Wer gibt jetzt der Schule das Recht zu sagen, es kriegt das Geschlecht, da müssen wir jetzt ein Er dahinter packen, da müssen wir ein Sie dazu setzen? Also ich überlege jetzt gerade, mein Sohn hat ja Freitag Zeugnis bekommen und da steht sein Name, hat erfolgreich bababam. Da sehe ich kein Geschlecht, sondern steht Name und hat das erfolgreich gemacht. Genau. Das ist doch völlig okay. Wenn das so ist, der Name und dann hat erfolgreich gemacht, ist es genauso richtig. Das ist ja auch das, was gerade umgesetzt wird. Das ist aber auch gendergerechte Sprache. Ich verhalte diese, auch wie du die Frage jetzt stellst, wenn ich ehrlich bin, ich hab so das Gefühl, da geht es mehr um Ideologie als um Pragmatismus. Nee. Wenn auf dem Zeugnis steht, Martin, um nicht den Namen meines Sohnes zu nennen, Martin hat die Aufgabe des Klassensprechers gut erfüllt. Genau. Dann ist das richtig und dann hoffe ich, hat das auch gut gemacht, sonst würde sie sich dastehen. Und damit ist es auch völlig in Ordnung. Da ist es mir, da geht es auch gar nicht um mich schlecht oder nicht, sondern ich weiß, mein Sohn hat es gut gemacht. So. Und das ist genau. Das Entscheidende. Ja, genau das ist es ja. Ja. Und da steht nicht, hat seine Hausaufgaben, sondern hat die Hausaufgaben. Oder hat, da bin ich völlig entspannt. Ne? Ja, super. Bei sowas bin ich total entspannt. Entscheidend ist, dass es am Ende pragmatisch ist und funktioniert. So, das ist mir immer. Okay.
Das ist ein bisschen rausgewogen, aber das Gendern, glaube ich, da müssen wir mit der CDU nochmal einen Kurs machen. Was ist denn eigentlich Gendern nochmal komplett? Erst recht natürlich. Ich glaube, da müsst ihr aber dann einen ganz schönen Kurs machen mit den Menschen in ganz Deutschland. Weil wenn ich so aktuelle Umfragen sehe, gibt es eine ziemliche Ablehnung, wenn das aufgedrückt und erzwungen wird. Wenn da solche Bilder auch geschaffen werden, dass das angeblich der Fall wäre, dann kann ich es verstehen. Nein, das Bild, dass es aufgedrungen und erzwungen wird. Es wird ja nirgendwo aufgedrungen und erzwungen. Nein. Doch, ganz massiv. Wo? Habe ich ja gerade gesagt, also wenn ein Schüler, ein 15-jähriger Schüler unter großem Kopfnicken seiner Mitschüler bei einer Gruppendiskussion letzten Dienstag war es, mir genau diesen Fall erzählt und sagt, das findet er unmöglich, dann zeigt es doch, dass diesen Schüler das bewegt. Da gehen wir mal in den Fall rein, da gehen wir in den Faktencheck morgen ab 12 Uhr dann auf Teletext-Tafel 642 zu finden. Weil das interessiert mich wirklich. Ich glaube, es handelt sich da um ein ganz gravierendes Missverständnis. Ich weiß bloß noch nicht wo, weil das, was du mir so auf diese Art und Weise erzählt hast, ist laut Schulplan gar nicht möglich. Aber der Schüler, Schüler hat es genau 1:1 so gesagt. Ja, ich höre das von vielen Schülern. Wir gucken, wo das Missverständnis liegt. Wir wollen mal ein bisschen in das Thema Umweltschutz reinbiegen. Wenn du was dazu sagen möchtest, melde dich bitte ruhig oder knall gleich rein, weil ich bin ja so eine Plapperkuh. Ne? Also die CDU ist ja zur Verwunderung vieler Expertinnen und Experten auf einmal Klimaschutzpartei geworden. Aber du bist, da sage ich jetzt nicht Verwunderung, du bist der Klimaexperte in der Partei. Nein, da haben wir Gott sei Dank noch ganz andere Experten. Alles klar, okay, gut. Du hast gesagt, wir müssen Berlin so schnell wie möglich klimaneutral machen. Ja, ich glaube, da gibt es weitestgehend Konsens. Und dabei darauf achten, dass unsere Stadt lebenswert und bezahlbar für alle ist. Bezahlbar sollte die Stadt auch unabhängig davon sein. Ist dieses bezahlbar schon die erste Ausrede, um gegebenenfalls Dinge nicht machen zu müssen? Nein, es gibt ja so ein paar Vorstellungen, auch wie wir Energiepolitik gestalten wollen, wo einfach die Menschen irgendwann den Strom, die Wärme nicht mehr leisten können. Und wenn so ein Punkt eingetreten ist, wo die Leute sagen, ich kann mir das nicht mehr leisten, werden sie Maßnahmen auch nicht mehr unterstützen. Und wenn die Menschen irgendwann sich verabschieden vom Klimaschutzgedanken, dann werden wir die Klimaziele nie erreichen. Und deswegen sage ich, es muss für alle bezahlbar sein, es muss eine Versorgungssicherheit geben, wir müssen weiterhin den Strom haben. So, und wenn wir das hinkriegen, glaube ich, werden auch die allermeisten Menschen sagen, wir brauchen was, weil der Klimawandel ist spürbar und wir müssen den auch beheben und wir müssen da neue Wege gehen. Aber wenn die Leute sich irgendwann nicht mehr leisten können, machen sie nicht mehr mit. Und das ist wichtig. Nicht mehr leisten können steht immer im Verhältnis zur Einnahmequelle. Einnahmeausnahme natürlich muss im Verhältnis stehen. Und da sind wir natürlich dann wiederum bei Feldern wie Einkommensgerechtigkeit und so weiter und so fort. Die Schere zwischen Arm und Reich, da machen wir ein ganz, ganz großes Feld auf. Da muss an jedem bewusst sein, können wir es leider nicht machen. Wäre auch nochmal ein spannendes Thema gewesen an der Stelle, aber kriegen wir es nicht hin. Du hättest gerne auf dem Tempelhofer Feld bis 2030 einen Klimawald. Ich habe eine schlechte Nachricht für dich. So ein Wald braucht Minimum 50 bis 80 Jahre, bis es ein Wald ist. Davor und auch mit fertig gepflanzten Bäumen. Das braucht ein bisschen länger. Aber wir werden ja noch hoffentlich, ich meine, die letzte Generation klebt sich ja gerade überall an, aber ich hoffe, die, die sich da ankleben, sind nicht die letzte Generation. Ich glaube, wir haben noch viele Generationen und ich glaube, wir sollten heute auch schon mal gucken, dass für die nächste und übernächste Generation unsere Stadt, unser Planet lebenswert bleibt, weil dafür machen wir es ja auch. Unabhängig von der Klebeaktion kann ich zumindest sagen, die letzte Generation hat das Gefühl, dass sie die letzte Generation sein wird und die Fakten und das Handeln der Politik gibt ihr absolut recht. Deswegen sage ich ja, ich glaube nicht, dass das die letzte Generation ist, weil ich möchte gerne, dass noch viele Generationen in unserem Land geboren werden und in einer lebenswerten Stadt Berlin und auf einer lebenswerten Welt auch leben können. Phrasenalarm! Das wünsche ich mir sehr, dafür müssen wir was tun. Ja, was? Na, zum Beispiel mehr, auch wenn du sagst, es ist erst in 50 oder 80 Jahren. Wenn wir jetzt nicht anfangen, ist es noch später, wenn wir es erst in 20 Jahren machen. Wir brauchen mehr Grün in der Stadt. Nicht mehr Grüne, sondern mehr Grün in der Stadt brauchen wir. Und wenn ich sehe, du hast gesagt, ich komme mal spannender, stimmt ja auch, aber wenn ich sehe, wie viele Bäume dort gefällt wurden an der Heerstraße, die alle gesund waren für einen vermeintlichen Radweg. Der Radweg ist immer noch nicht da, aber die Bäume sind weg. Ja. Und das sind Maßnahmen, die einfach nicht gehen. Die Bäume werden demnächst auch auf einer Autospur dort gepflanzt werden, dann stimmt das Verhältnis wieder. Das wäre doch mal eine Idee, oder?
Das wäre doch mal eine Idee. Eine Autospur weg und stattdessen lieber eine Baumspur rein. Ja, wir brauchen mehr Stadtgrün. Das sagen wir ja auch in unserem Programm. Wir wollen mehr Bäume wieder pflanzen, weil Berlin zu viele verloren hat. Aber wo soll denn das noch hin? Du möchtest gerne den Autoverkehr weiter... Ein Beispiel hast du ja genannt, das Tempelhofer Feld zum Beispiel. Da habe ich zurzeit eine Steppe, die sogar teilweise versiegelt ist, weil dort eine Landebahn ist. Wir reden so viel über Entsiegelung in Berlin zu Recht. Ja, aber da gab es ja mal einen Volksentscheid. Möchtest du den Volksentscheid jetzt missachten an der Stelle? Nein, ich möchte gerne, dass wir nochmal die Menschen in Berlin befragen. Bis das Ergebnis stimmt. Naja, das ist ja schon eine Weile her. Und wir haben, glaube ich, eine neue Lage in der Stadt. Wir haben keinen angespannten Wohnungsmarkt, wir haben eine Notlage. Und deswegen sagen wir ja auch, wir wollen die Menschen nochmal befragen, weil ich glaube ja, dass viele Berlinerinnen und Berliner dagegen gestimmt hatten, weil der Senat, wir waren beteiligt, überhaupt gar keinen Plan hatte, was da eigentlich passieren soll. Und mit einer klaren Vision, wie wir das Tempelhofer Feld, die Randbebauung gestalten wollen, inklusive Klimawald in der Mitte, das, glaube ich, kann Menschen überzeugen, dann anders abzustimmen als beim letzten Mal. 13. Bezirk, Tempelhofer Feld? Denke ich mal drüber nach. Ja, ich frage ja, nur irgendwo muss er hin. Du möchtest trotzdem die A100 weiterhin ausbauen. Ich habe vorhin schon das Phänomen erklärt, wenn man Straßen breiter macht, löst man kein Problem, sondern man vergrößert das Problem nur auf gleicher Stelle, weil man den Verkehr halt mehr anzieht noch an der Stelle. Man zieht den Verkehr vor allen Dingen raus aus den Wohngebieten, wo es zurzeit ist. Ja, aber du verstärkst den effektiven Verkehr auf gleichem Gebiet. Er wird mehr werden. Aber zurzeit schleicht der Verkehr durch die Wohngebiete, belastet die Menschen dort ganz massiv, spielende Kinder, ältere Menschen in den Wohngebieten. Und mehr Bahn, mehr Bus, mehr Tram. Ja wäre schön. Wäre schön, wenn das endlich mal passieren würde. Ja. Wir reden also eine Autobahnstrecke braucht auch Ewigkeiten, bis die gebaut wird. Ich meine, in der Zwischenzeit, da würden sogar wir in Berlin eine U-Bahn-Linie hinkriegen in der Zeit. Ja, bin ich mir mittlerweile nicht so sicher, weil seit 1990, seit dem Fall der Mauer, ist gerade mal die Kanzlerlinie ein bisschen verlängert worden. Nichts anderes. Seit über 30 Jahren in einer wachsenden Stadt kein bisschen U-Bahn weitergebaut. Die ersten eindeutig 10 Jahre, 11 Jahre davon hat die Union Politik betrieben in dieser Stadt? Naja, seit 21 Jahren stellt die SPD, das haben wir ja schon festgestellt. Ja, aber ich wollte auch die Union, weil es nicht unbeteiligt, auch teilweise in den großen Koalitionen mit der SPD zusammen, nicht unbeteiligt. Seit 21 Jahren, genau in 5 Jahren. Das ist schon, also na, plus ich die, finde, das hätte mehr sein müssen. Plus die 10 Jahre von 90 bis 2001, also da war auch viel CDU mit dabei unter Eberhard Diepgen. Keine Frage. Nicht? Also war, aber es ist jetzt nicht so, und da hätte man auch schon viel machen können, also... Auch keine Frage, wobei ich glaube, dass gerade im Zusammenwachsen der Stadt gleiches Geld für gleiche Arbeit, gerade im öffentlichen Dienst, vieles mehr, auch vieles sehr gut gelaufen ist. Ja. Kommen wir mal auf die Lieblingsstraßen der Stadt. Aber darf ich nochmal zur A100? Ja. Weil das finde ich auch ganz spannend. Ja. Bis die A100 fertig ist, übrigens, wird es kaum noch Verbrenner geben. Das heißt, diese A100 wird in erster Linie mit Elektromobilität befahren. Die dann im Stau stehen, das ist super. Ich habe nochmal erklärt, wenn es gibt dieses Phänomen, die steht doch jetzt auch im Stau. Stell dir mal vor, wir hätten in Berlin die Stadtautobahn nicht, die wir jetzt haben. Ja. Was dann in Berlin los wäre. Ich finde immer sehr, sehr spannend, wenn die Vollsperrung auf der Stadtautobahn stattfindet, weil ein Unfall passiert ist, was das für den Verkehr in der Stadt bedeutet. Jetzt stell dir mal vor, wir würden in der gleichen Zeit die Bahn deutlich stärker ausbauen, den Bus, da bin ich doch dafür. Ich bin sofort dafür, dass wir den Öffis endlich ausbauen. Das haben wir auch ganz klar übrigens in unserem Berlin-Plan geschrieben. Rein in die Außenbezirke, dauert übrigens noch länger, aber egal. Ja, müsste man auch endlich mal machen. Und dann werden auch viele Leute umsteigen. Aber du glaubst doch nicht ernsthaft, dass in 20 oder 30 Jahren hier irgendwann in dieser Stadt keine Autos mehr sind. Das glaube ich einfach. Von keine Autos ist ja nicht die Rede. Hatten wir vorhin schon gehabt. Aber die brauchen doch Straßen. Also, ja, aber reduzierte Straßen. Brauchen wir diese ganz breiten Autobahnen? Nein, brauchen wir nicht. Also Hamburg, ein rot-grünes Bundesland, baut Autobahnen, auch mit Bundesmitteln. Der Bund gibt Berlin 800 Millionen Euro. Warum sollten wir auf so eine wichtige Achse verzichten? Weil nochmal, wir ziehen den Verkehr aus den Wohngebieten raus auf diese Autobahn. Und wenn wir parallel das Angebot erhöhen bei den Öffis... Und was wird für die A100 stattdessen abgerissen? Nee, das ist ja geplant, der 16. wird ja gemacht, den 17. müssen wir fortsetzen. Was wird da abgerissen? Da ist ja nicht Platz ohne weiteres, da kommt ja auch was weg. Nein, ich habe lange viele Gespräche auch mit der Club-Commission diesbezüglich gehabt. Da sind ja auch ein paar Clubs in der Gegend. Deswegen haben wir auch mit unserem Vorschlag des Deckels über diese Autobahn auch gleich Wege gefunden, wie kannst du Photovoltaikanlagen, Spielplätze, übrigens auch ein Fahrrad-Highway anbauen und dort wieder Flächen anbieten, wo auch Clubs entstehen können, beziehungsweise wieder eröffnen können dann.
So, und ich glaube, wenn man da mal auch pragmatisch rangeht, kann sowas richtig Sinn machen. Man muss bloß mal die ideologische Brille vielleicht ablegen und sagen, komm, lass uns das mal angucken, was kann man da gestalten für diese Stadt. Und dann geht es auch. So eine Autobahn ist ja nicht mehr nur zwingend eine Betonwüste, wenn man es so anlegt, wie wir es gesagt haben. Da kann ja richtig was entstehen, auch stadtentwicklungspolitisch. Lassen wir es mal so stehen. Das Thema lassen wir jetzt auch weg. Ich habe euch vorhin ein Video versprochen, nämlich, du guckst mich ganz entsetzt an. Alles gut noch? Oder? Ja, alles gut. Ja, alles gut. Ich habe gesagt, du musst dringend mir über den Mund fahren, sonst hast du keine Chance hier bei mir. Wir waren ja auf der Straße gewesen und haben die Leute mal nach Kai Wegner gefragt. Und das war die liebe Kollegin Jackie O. Weinhaus. Und das ist dabei rausgekommen. Sehr verehrte Damen und Herren, Inklusivgeschlechter, Süßmäuse, Marmeladenmäuse, sehr geehrte BKA-GästInnen, hallo Margot, mein Name ist Jackie Weinhaus und ich befinde mich live für Sie vor Ort auf der Potsdamer Straße, denn Sie haben es ja mit Ihrem wachen Geiste bereits mitbekommen, die Wahl steht in Berlin nochmal an und deswegen ist heute Kai Wegener am Start, wie ich immer sage, der Kai Wedgie, und weil der Kai ja wieder ein bisschen Ordnung ins Deutsche Reich bringen möchte, interviewen wir jetzt mal die BerlinerInnen und fragen, was die von der Wahl halten, von Kai Wegener, ob sie den vielleicht mögen, ob sie den blöd finden oder was sie so wählen wollen. Los geht's! Gehst du zur nächsten Berlin-Wahl? Kann sein, aber ich bin nicht sicher, um wie ich das wähle, bei wem. Wenn du jetzt mal nach oben guckst, da ist ein Plakat von der CDU, da ist ja Kai Wegener drauf. Ja. Was hältst du von dem? Kann nicht sagen. Kennst du den gar nein, nicht? Nein. Aber was hältst du von der CDU? Ich habe keine Probleme. Keine Probleme. Du hast Kaffee in den Haaren, sehe ich gerade. Oh, Scheiße. Das hältst du von Kai Wegener? Von der CDU generell gar nicht so viel. Warum denn? Ist nicht meine Partei. Ja, aber die sind doch reich, die sind gebildet, die haben wahrscheinlich auch große Schwänze alle. Ja, aber trotzdem, ich glaube, so von der politischen Gesinnung her absolut nicht meins. Ist sonst von euch jemand CDUlerin? Habt ihr Bock auf CDU? Nee, ich sehe nur schüttelnde Köpfe, aber einer lacht, der freut sich ein bisschen drüber. Ja, gut, keine. Ich kenne ihn tatsächlich nicht. Würdest du mal einen Schnaps mit ihm trinken gehen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, das ist halt ja, CDU, ne? Immer schwierig. Meinst du, die trinken keinen Schnaps? Na klar, wahrscheinlich mehr als alle anderen. Wahrscheinlich auch während der Arbeit. Keine Ahnung. Aber wenn du jetzt so an die CDU denkst, von der Grundlage her, was die immer so am Start haben, entspricht es deiner Überzeugung? Nein. Warum denn nicht? Das ist mir teilweise einfach zu alt, zu hinterher, also zu rückständig, sagen wir mal, teilweise. Also ich sehe da jetzt teilweise nicht die Entwicklung, die wir in 2023 gerne sehen würden. Ich habe dich gerade gefragt, ob ich dich zur aktuellen Berliner Wahl interviewen darf. Und hast du schon gemeint, du bist gerade auf dem Weg zum Briefkasten, weil? Weil ich Briefwahl mache. Süß. Und deine Frau hast du gesagt auch. Mhm. Was ihr angekreuzt hat, will ich gar nicht wissen. Mhm. Aber vielleicht kennt ihr ja den Kai Wegener von der CDU. Mhm. Was hältst du von dem? Konservativ. Gut konservativ oder schlecht konservativ? Schlecht konservativ. Warum denn? Weil mir seine Einstellung zu gewissen Themen nicht gefallen. Kennst du Kai Wegener von der CDU? Nein. Mm-mm. Der ist so ein bisschen konservativer, sagt man. Was hältst du von konservativen Parteien? Sie können, so wir haben gesehen mit Covid, wie schnell sie können reagieren, wie schnell sie können so richtig große Wahlen treffen, Entscheidungen treffen. Ja. Und sie waren das trotzdem nicht für das Klima zum Beispiel. Ja. Es gibt so viel zu tun für Sozial und so. Oder zum Beispiel auch für jugendliche Menschen, für queere Menschen. Auf jeden Fall für alle, für Leute, so in general, für das Volk. Ja. Ich glaube, sie machen nicht genug. Für die CDU im Rennstall steht ja Kai Wegener. Was hältst du von dem? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin politisch sowas von desinteressiert im Augenblick. Es geht völlig am Arsch vorbei insofern. Also, na klar gehe ich hin, aber ich habe mich weder erkundigt noch irgendwie schlau gemacht. Im Augenblick, ich habe einen neuen Freund, der hat Priorität. Insofern steht das ganz, ganz hinten an. Also das ist mir ziemlich bewusst. Machst du in der Wahlkabine die Augen zu und spuckst einfach auf den Zettel und da, wo die Spucke landet, machst du dein Kreuzchen? Nein, ich muss ein bisschen erkundigen, was da läuft überhaupt. Wer doch die TfD? Die kenne ich noch nicht mal. Aber ich kann mich, wenn ich ja, sehr verehrte Zusehende, Interessierte und Kultur- und Politikbegeisterte, Sie sehen es. Ich befinde mich hinter zwei BriefkästInnen
Und das ist doch ein ganz süßer Aufhänger. Falls Sie am 12.02. gar keinen Bock haben, Ihren Arsch hochzubewegen, dann beantragen Sie noch ruckzuck Briefwahl. Dann können Sie zu Hause vom eigenen Toilettenbecken aus ein richtiges Kreuzchen machen. Und Kai, also wir haben nichts gefälscht, aber die Leute an der Potsdamer, die finden dich ja leider nicht so geil. Das macht aber auch gar nichts aus. Ich finde deine Frisur schön. Wir sehen uns bald. Wo? Natürlich im BKA-Theater. Alles Liebe, eure Weinhaus. Tschüss, Margot. Es war, wir hatten einige Interviews noch mehr geführt, aber wahrhaftig zwischen kenne ich nicht und nee, eigentlich nein, war wirklich nichts anderes dabei. Wir hätten ein positives gerne auch mit reingeschnitten, aber es gab einfach keins. Jetzt ist offensichtlich die Potsdamer Straße bzw. Tiergarten, ist das ja die Ecke dort, ist nicht so eure Stammwählerschaft offensichtlich. Ach, ich bin hier in ganz Berlin unterwegs, außen wie Innenbezirke und... Na hier, Kurfürstenstraße, Potsdam. Einfach ja, mal hingehen, vor Woolworth stellen und dann... Du, das ist... das ist... Mit den letzten manchmal Damen muss man noch Glück haben, ne? Manchmal ja. muss man Glück haben. Aber zur Wahrheit gehört ja... Also erstens, ich bin Oppositionspolitiker, das weiß ich. Ich habe nach einem Meinungsforschungsinstitut, nicht von der CDU, sondern RBB und Berliner Morgenpost, die haben eine Umfrage gemacht, wo ich eine Bekanntheit von über 50% in der Stadt habe. Das ist nicht schlecht für einen Oppositionspolitiker. Gerade für die CDU in den letzten Jahren. Wenn man ja, ich glaube, als der Klaus Wowereit 2001 regierender Bürgermeister wurde, kannten ihn noch weniger. Danach kannte man ihn schlagartig. Aber so, und das ist doch der Punkt. Ich muss da, glaube ich, auch erstmal ins Amt kommen, wenn die Berlinerinnen und Berliner mir das Vertrauen geben. Von daher bin ich da eigentlich ganz gut aufgeräumt. Ich finde es spannend, und das war das erste Mal jetzt, das ist, glaube ich, auch noch nicht so ganz oft in Deutschland passiert, dass ein Herausforderer jetzt bei einem anderen Meinungsforschungsinstitut eine bessere Umfragewerte als die regierende Bürgermeisterin derzeit hat. Also von daher, da das ist jetzt eine Momentaufnahme. Von der möglichen Direktwahl. Sind, ne? Genau, von der Umfragen sind auch eine Momentaufnahme. Ja, schauen wir mal, ich spüre, dass ich wirklich tagtäglich ganz oft angesprochen werde auf den Straßen und ehrlicherweise meistens positiv, was einen auch sehr freut. Du kannst natürlich eine Nachfrage. Aber, ja, gerne, doch. Was sind denn so, also wenn Sie jetzt sagen, ne, Sie haben insbesondere dann auch positive Rückmeldungen und so. Sie waren ja tatsächlich auch am Freitag in Neukölln unterwegs, ne, mit dem Bundesvorsitzenden der CDU. Da war ja der Zuspruch dann eher so semi. Also wo waren denn da... Überhaupt nicht. Also im Saal war der phänomenal, ehrlicherweise, weil das auch meistens CDU-Mitglieder waren. Also von daher, das ist sehr positiv. Ich gehe aber davon aus, dass Sie wahrscheinlich auch draußen so ein bisschen rumgelaufen sind und sich mit den Leuten und dort potenziellen Wählerinnen und Wählern ja auch unterhalten haben. Und da würde mich interessieren, inwieweit kommt denn oder inwieweit wird da dieser Zuspruch transportiert und was sind so die Themen tatsächlich, auf die Sie angesprochen werden und inwieweit unterscheiden die sich von den Bezirken her auch? Also an dem Tag in der Tat nicht, weil davor haben ja drei Parteien Demonstrationen angemeldet. Da hätte ich also auch nicht mit Bürgern gesprochen, sondern mit Parteivertretern anderer Parteien. Und das, glaube ich, hätte dann zumindest an dem Abend keinen Sinn gemacht. Aber ich war mal in Neukölln zum Beispiel in Rudow unterwegs. Und was höre ich da ganz häufig? Herr Wegener, viel Erfolg, wir drücken Ihnen die Daumen. So wie es ist, kannst du wirklich nicht bleiben. Verwaltung funktioniert nicht. U-Bahn nach Schönefeld war damals ein Riesenthema, wird uns seit Jahren versprochen. Giffey hat es immer wieder gesagt, passiert nichts. Innere Sicherheit ist sehr häufig ein Thema und die Schulpolitik ist ein Thema. Das sind so die Themen, wo du immer wieder angesprochen wirst. Weil zum Beispiel am Samstag beim Lokalderby Hertha gegen Union, und da haben mich so viele Leute angesprochen. Und meistens ist es jetzt halt so in der Endphase, viel Erfolg, wir drücken Ihnen die Daumen oder wir haben Sie schon gewählt. Die anderen gehen zum Glück vorbei. Ja, so Lokalderbys sind tatsächlich die Situation, wo ich nicht mehr abends gerne auf die Straße gehe. Und so Herrentage und so. Ja, und Rudow ist so eine Gegend, wo ich jetzt auch nicht gerne Sie? Auf die Straße gehe. Darf ich mal fragen, welchen Bezirk? In Steglitz. Hm. Rudow, muss man dazu auch wissen, ist so ein bisschen so das zweite Spandau von Berlin. So auch mal außen vor. So ein bisschen. Ich mache das jetzt nicht schlechter. Das ist ja, du guckst gerade so ganz... Ich lächle, also... Ja, alles klar. Also wahrhaftig hätte ich es spannend gefunden, wenn ihr beide, wie heißt nochmal der Parteivorsitzende von euch auf der Bundesebene, ich habe gerade echt den Namen gesehen. Merz, genau, richtig, denn der Friedrich Merz, die Interimslösung der CDU, wenn ihr beide gemeinsam mal wirklich dort durch die Straßen gegangen wäret, dort und mit den Passanten und Leuten dort gesprochen hättet, da glaube ich, das wäre wesentlich interessanter gewesen, als in einem Saal mit eigenen Parteigenossen, die Genossen seid ihr ja nicht, was seid ihr nochmal? Mitglieder. Freundinnen und Freundinnen. Freunde und Freunde. Ja, absolut. Freunde und Freunde. Das ist aber kann man aber auch hinterfragen, ob es immer stimmt. Nein, das aber, nicht. Nein, das so. Ist definitiv. Nein, aber auch da kann ich mal sagen, ist ja nicht so, dass ich das erste Mal in meinem Leben in Neukölln war.
Also ich bin regelmäßig, ich bin ja sehr, sehr gut. Ich meine, mit Friedrich Merz, gerade nach seiner Pascha-Aussage, glaube ich, oder kleine Paschas, wir wollen es jetzt ja nicht übertreiben. Das wäre, glaube ich, wenn Sie es mitbekommen haben, wäre das auf, ich sag mal, auf Resonanz gestoßen bei den Leuten. Ja, ja, denke ich auch. Aber spannend war für mich, und das würde ich eigentlich erzählen, ich war ein bisschen her, aber so lange auch nicht, da war ich in der Sonnenallee. Und bin die ganzen Geschäfte mal abgelaufen und habe wirklich mit den Geschäftsbetreibern auch gesprochen. Und was die auch sagen zu Gewalt, zur Integration, fand ich total spannend. Und da gibt es nicht so große Unterschiede zwischen CDU, zumindest zwischen meiner Position, und den Geschäftsbetreibern dort. Und diesen Kontakt immer wieder zu suchen und den Austausch auch zu pflegen, das finde ich ganz wichtig. Große Unterschiede gibt es allerdings dann doch in der Ansprache. Mhm. Und da muss man sagen, also wir hatten jetzt ein schönes Spielchen noch vorbereitet, das müssen wir leider weglassen. Ich hätte gerne mit euch beiden noch zusammen Spielchen gespielt. Das Spielchen hätte geheißen gute Namen, schlechte Namen, und ich kann es jetzt schon verraten, du hättest gewonnen. Und einfach aus Prinzip. Und, aber ich bin Kai auch nicht so schlimm. Ist dann, also ich sag's nur so viel, Kai ist der Vorname des Attentäters von Halle. Also insofern wäre ich vorsichtig. Nein, diese Vornamendebatte, da wollte ich mal ganz so sagen, mit dieser Vornamendebatte, wie ist das? Das hat der CDU-Abgeordnete im Abgeordnetenhaus, der für den Innenausschuss von euch da reingeschickt worden ist, der hat das da zustande gebracht. Was ist da passiert, ehrlich gesagt? Weil als ich das gehört habe, dachte ich mir, so eine Anfrage erwarte ich von der blau-braunen Partei, aber nicht von euch, wirklich nicht. Naja, wie kam das? Wir haben die brutalen Bilder in der Silvesternacht, also ich zumindest, ich hoffe, wir alle noch im Kopf, was wir da erlebt haben. Und ich habe in den Tagen danach mit vielen Leuten gesprochen, die dort eingesetzt waren, von Polizei, von Feuerwehr, übrigens von vielen Ehrenamtlichen. Komm auf die Namen. Komme ich ja. Und ich hatte eine klare Schilderung, wer die Täter waren. Nämlich junge Männer mit Migrationshintergrund. Genau. Und das hat ja auch ein Feuerwehrmann gesagt, der dort eingesetzt war, in der Abendschau mit Migrationshintergrund, der selber gesagt hat, ich kämpfe mein Leben lang gegen Vorurteile und es tut mir wirklich weh, dass ich es hier sagen muss, aber genau so war es. Wir hatten dann eine Situation, wo Frau Giffey und auch Frau Spranger die Namen, das Thema verschleiern wollte. Und das war die Phase, wo unsere Innenpolitiker gesagt haben, wir stellen jetzt diese Frage. Zwei Tage später hat die SPD-Bundesinnenministerin Faeser dann klar gesagt, wer die Täter sind. Und ich glaube, wir müssen das auch tun. Wir müssen Täterhintergründe kennen, damit wir sie richtig ansprechen können, damit wir Prävention betreiben können, dass solche Täter oder potenzielle Täter, die auf die schiefe Bahn kommen, dass wir die abholen können. Aber ganz ehrlich, wenn ihr das gewollt hättet, dann hättet ihr andere Fragen stellen müssen. Nicht den Vornamen, weil der Vorname... Wir hatten über 50 Fragen. Ja, aber diese Vornamendebatte geht einfach mal gar nicht. Die richtige Frage wäre vielleicht gewesen, aus welchem sozialen Hintergrund kommen diese Leute eventuell? Was für Schwierigkeiten gibt es dort in diesem gesamten Umfeld? Nicht etwa, um die Taten zu verharmlosen, sondern zu erklären, was passiert da eigentlich, was wir eine solche Situation überhaupt erreicht haben? Was sind die gesamten Hintergrundgeschichten dafür? Der Vorname an sich, ehrlich gesagt, egal was die anderen Fragen waren, diese Frage, darauf hättet ihr gnadenlos verzichten können. Wir haben in Berlin 36,6% Menschen mit Migrationshintergrund hier gerade. Das ist, ich sag's nochmal, doppelt so viel, wie die CDU bei der letzten Wahl hier erhalten hat. Und eine solche Anfrage zu stellen an sich, egal wie sie gemeint ist, die birgt ein unglaubliches Gewaltpotenzial, weil sich dadurch Millionen von Mitbürgern und Mitbürgern bundesweit verletzt, diskriminiert und diskreditiert fühlen, die überhaupt nicht sich haben schon zu Schulden kommen lassen. Es wird mir anders gespiegelt. Anders gespiegelt auch von den türkischen Unternehmensverbänden zum Beispiel, mit denen ich mich getroffen habe. Die sagen, wissen Herr Wegner... Die haben gesagt, tolle Idee, mal nach dem Vornamen zu fragen. Die haben aber gesagt, solche Gewalttäter bringen uns auch in Verruf, die wir hier uns ordentlich integriert haben, die Teil der Gesellschaft sein wollen. Wir sind Teil Deutschlands. Berlin ist unser Zuhause. Und deswegen müssen wir solche Täter auch benennen. Und ich glaube, darum geht's. Weißt du, wir haben über Jahre, übrigens auch in unserer Regierungszeit, will ich gerne zugeben, Probleme nicht beim Namen genannt. Und das ist ein Problem. Ich glaube, wir müssen Probleme beim Namen nennen, um sie dann letztlich abzustellen und zu lösen. Und ich stelle doch fest, in diesem Bereich hast du junge Männer, die hier geboren wurden, die hier aufgewachsen sind, die ganz oft einen deutschen Pass haben
und sich trotzdem nicht dazugehörig fühlen. Nicht dazugehörig fühlen. Aber ganz ehrlich, wenn so eine Anfrage kommt, wie heißt denn der Täter mit Vornamen, um darüber eine Art, eine Ausländerdiskussion drauf einmal zu schießen oder eine Migrationshintergrundgeschichte zu schießen. Natürlich fühlen sich solche Leute dann auch nicht hier angekommen, wenn schon so eine Anfrage auch wiederum kommt. Also wir haben auch wirklich strukturell über Jahrzehnte hinweg in diesem Land diskriminiert und das ist... Ja, das haben wir auch getan. Integration ist ein zweischneidiges Schwert. Da müssen beide Seiten dran arbeiten. Und da ist viel gefordert worden, wenig gegeben worden. Und da ist auch dann wenig erfüllt worden von beiden Seiten. Das ist schwierig. Jetzt dann diese Vornamendiskussion. Aber lass mich noch ein Beispiel mal nennen. Weil das ist, finde ich, also wir haben ein Problem mit Jugendgewalt in Berlin. Rechts, links, auch junge Männer mit Migrationshintergrund. Das ist ja nicht totzuschweigen. So, und jetzt nehmen wir mal ich will dir mal ein Beispiel nennen. Wenn es zum Beispiel antisemitische Straftaten in Berlin gibt, Anschläge auf Synagogen, können sie von rechts kommen, sie können von links kommen, können auch von jungen Männern mit Migrationshintergrund kommen. Wenn ich nicht sage, wer der Täterkreis ist, werde ich die Leute nicht im Präventionsbereich richtig ansprechen können. Weil einen rechtsradikalen Gewalttäter, den muss ich anders gewinnen und ansprechen für die Gesellschaft, um ihn da rauszuholen, als zum Beispiel einen jungen Mann mit Migrationshintergrund. Ich brauche andere Vorbilder. Ich brauche Sportler, Künstler, gelungene Integration, wo die Leute sagen, hey, hört auf mit dem Mist, hört auf mit Gewalt, das ist unser Zuhause. So, und das müssen wir doch erreichen. Ich will nicht zulassen, dass solche jungen Leute zurückbleiben. Die werden nie eine Chance haben, wenn wir diesen Weg weitergehen. Der Migrationshintergrund oder die fehlende Integration messe ich nicht am Vornamen. Ja, aber ich sag's noch einmal, diese Vornamendiskussion ist einfach, ihr wollt vielleicht das Richtige, aber dieses Element war, glaube ich, völlig das Falsche. Also wenn wir uns darauf verständigen können tatsächlich, dass wir das Richtige wollen, dann bin ich gerne dabei. Meine Phrase oder seine? Dann bin ich wirklich gerne dabei. Mir geht's darum, Berlin ist eine internationale Metropole, vielfältig. Wir haben übrigens die vielfältigste Polizei in ganz Deutschland und ich finde, da können wir echt stolz drauf sein. Ich finde das großartig. Und warum schicke ich eigentlich nicht mal einen Neuköllner Jungen mit Migrationshintergrund, ich hasse das eigentlich, aber an die Schulen in Neukölln und sage, Jungs, hier, ich bin Polizist, bin hier aufgewachsen, hört auf mit der Gewalt. Das wären die richtigen Maßnahmen und dann kann ich die auch gewinnen und abholen. Du schwitzt schon gerade ganz stark, merke ich gerade. Ich habe nur tatsächlich eine Nachfrage bzw. einen Hinweis noch, weil Sie eben meinten... Mach daraus einen Hinweis, weil für eine Nachfrage kommt eine Antwort, die Zeit haben wir nicht mehr. Sie haben eben potenzielle Täterkreise tatsächlich definiert, die unterschiedliche Ansprache brauchen. Da waren zwei politische Richtungen dabei und eine Richtung, für die Menschen tatsächlich erstmal nichts können, nämlich Migrationsgeschichte. So. Migrationsgeschichte ist für mich nicht das Gleiche, wie wenn ich über Links- oder Rechtsextremismus rede. Also tatsächlich nur mal so als sprachliche Einordnung auch an der Stelle. Ist nicht das Gleiche, aber natürlich wissen wir auch, dass wir in vielen Bereichen, was Gewalt angeht, tatsächlich ein Problem haben. Und nochmal, wir haben tausendfach, zigfach in Berlin gelungene Integration. Das ist großartig. So, und trotzdem haben wir auch in Teilbereichen ein Problem. Das ist in der Silvesternacht in einigen Bildern auch sehr, sehr deutlich geworden. Und nun können wir sagen, reden wir nicht drüber, dann wird es aber nicht besser. Dann wird es nicht abgestellt, dann wird es nächstes Silvester noch schlimmer. Und das müssen wir verändern. Ich glaube, nicht drüber reden möchte ja gar keiner. Ich glaube, die Ansprache, wie wir darüber reden und auf welchem Weg, da haben wir, glaube ich, dann sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen noch an der Stelle. Was soll ich dazu sagen? Ihr Lieben, ihr habt noch die Aufgabe, bitte die Online-Tickets zu erwerben, nämlich unter bka-theater.de oder paypal.me/bka-theater. Und ich darf jetzt schon... wohin das Geld geht, sage ich gleich. Ich habe noch einen kleinen Hinweis natürlich. Am 12. Februar ist Wahl hier in Berlin zum Abgeordnetenhaus und Bezirk und so weiter und so fort. Und ich möchte ganz kurz einen Aufruf an dieser Stelle starten. Bitte geht alle wählen, ausnahmslos. Bitte wählt demokratische Parteien, auch das bitte ausnahmslos. Und wer jetzt sagt von wegen, ich möchte eigentlich gar nicht wählen oder ich weiß nicht, wen ich wähle und deshalb möchte ich gar nicht wählen gehen, möchte ich einen persönlichen Hinweis geben. Fragt einfach die Jugend draußen auf der Straße. Es ist deren Zukunft und die wissen schon, was ihr wählen solltet für sie. Lasst euch also von denen durchaus beraten, die sind ein guter Ratgeber. Das Geld, jetzt darf ich es verraten, da haben wir uns dazu entschieden, geht an Les Migras, dein Antidiskriminierungsprojekt in Berlin, das großartige Arbeit leistet, vor allem bei Unterstützung von Menschen mit Flucht- und Asylerfahrung. Und ich sag mal, je leichter der Koffer hier geworden ist, umso mehr Geld spendet die TfD. Wie viel das ist, weiß ich nicht, das wird nachher die TfD selber auszählen hinten. Und ansonsten möchte ich mich jetzt ganz, ganz, ganz
recht herzlich fast schon bedanken. Letzte Worte an das... du darfst jetzt eine Wahlempfehlung geben, Kai Wegner wählen oder nicht? Du musst es nicht. Es gibt Wahlgeheimnis. Okay, ich interessiere mich für den Schuh. Ja. Irritierend. Ja, okay, gut. Alles klar. Dann, ich mache einen Aufruf, geht zur Wahl. Dann jetzt die Frage an das Publikum. Ihr dürft jetzt abstimmen mit Applausometer, ob Kai Wegner ins Schattenkabinett, jetzt nicht ins Abgeordnetenhaus, noch nicht als regierende Bürgermeisterin, sondern hier ins Schattenkabinett aufgenommen worden ist oder nicht. Wer stimmt mit Ja, bitte jetzt applaudieren, und zwar kräftig. Reicht. Und wer ist der Meinung, ja, ich wähle lieber eine andere Option, bitte jetzt kräftig applaudieren. Erst mal mehr. Das ist sehr spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Sehr spannend eindeutig. Ja, in der Ecke hier war das sehr eindeutig, aber es ist ja auch der Stammtisch hier. Ne? Also von wegen, so, letzte Worte noch so ans Publikum. Vielen Dank. Hat mir Spaß gemacht. War mal ein anderes Format. Ja. Ich würde mich freuen, wenn ich irgendwann mal wiederkommen darf. Ja, wir werden sehen, welchen Posten dann demnächst. Und vielleicht dann hoffentlich mit einem anderen Posten vielleicht. Wir gucken. Dass wir gemeinsam dafür sorgen. Ich würde mir übrigens wünschen, dass die nächste Wahl in Berlin erst in 3,5 Jahren stattfindet und wir diesmal hinbekommen, dass es funktioniert. Wäre vielleicht was Neues, aber ich würde es mir sehr wünschen. Naja, mal gucken wir doch einfach mal. Unser nächstes Schattenkabinett ist am 26. März. Dann wissen wir bereits, wie die Wahl gelaufen ist. Da werden wir drüber diskutieren. Aus diesem Grunde kann ich das also noch nicht sagen, wer dann auf diesem heißen Stuhl sitzen wird. Und jetzt mal, Kai, so unter uns, dein erstes Mal mit einer Transe. Wie war es für dich? Das könnte ich sagen, es war nicht das erste Mal. Ach nein! Ja, mir hat es Spaß gemacht. Okay, echt, gut. Cool. Dann ist in Ordnung. Du hattest auch Spaß gehabt? Ja. Du bist heute leider ein bisschen zu kurz gekommen, was ich äußerst bedauerlich finde, weil wir uns im ersten Teil gnadenlos verplappert haben. Aber ich fand es spannend, informativ. Na, es lag an uns beiden. Es ist völlig in Ordnung. Ich fand es spannend, ich fand es informativ. Von den Themen her hätten wir noch 5 weitere Ausgaben machen können. Also wir werden das auf jeden Fall fortsetzen. Dich möchte ich demnächst hier gerne wiedersehen. Also rein zufällig, behalte das Magnetbild bitte, damit du wieder ausgewählt werden kannst. Ich möchte mich ansonsten nochmal ganz recht herzlich bedanken. Ich nenne das jetzt alles und dann gibt es am Schluss einen großen Applaus. Und während des Applauses können wir dann nach hinten abhauen, ja? So, ich möchte mich ganz recht herzlich bedanken, natürlich bei der Redaktion, das war die TFD und vor allen Dingen Buffy und Sascha. Ich möchte mich bedanken bei David für das Bühnenbild, Kostüm und Animation. Ich möchte mich bei den Phrasomat bedanken, bei Tim, Andreas und Maurus am Drücker. Das helfende Händchen Martin natürlich bei den WKA-Mäusen am Einlass, am Tresen, im Service, im Büro, im Backstage, diese wunderbare Showtreppe. Einen großen Applaus nachher noch für Rolfi. Jule am Licht, Svenny am Sound und natürlich den Chef Uwe Berger. Das Titellied ist komponiert worden von Rainer Bielfeld und die Außenreporterin Jackie O. Weinhaus. Und den größten Applaus gibt es natürlich jetzt in dem Gemenge gleich zu hören für Kai Wegner und Michelle Stark. So, jetzt können wir gehen.